Hey, kennst du den schon? Ein junges Ehepaar sitzt im Garten. Sie gibt ihm einen Kuss, schaut verträumt in den Sonnenuntergang und säuselt romantisch. Ach, hör mal, Süßer, die Grillen, sagt er. Hä? Ich riech nix. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die, die es noch werden wollen. Mahlzeit, liebe Trashheads, willkommen zurück beim Trash-Taucher. Wir haben doch schon eine lustige, ja, Runde hinter uns. Der Monat war zum Totlachen, ha, wie meine Intro-Witze, ich weiß. Aber alles, was, ja, lustig war, hat auch irgendwann mal ein Ende. Aber wir lassen es uns heute trotzdem gut gehen. Und damit wir es uns heute richtig gut gehen lassen können, habe ich einen Film ausgesucht, den ich nicht alleine bewerkstelligen kann, weil ich spoilere mal ein bisschen. Er ist wahrscheinlich der schlechteste Film, zumindest vom IMDb-Rating, den ich jemals auf meinem Kanal besprochen habe, zu diesem Zeitpunkt. Das könnte schon, ja, ziemlich low, low, low gestapelt sein, aber da brauche ich natürlich Verstärkung. Wir müssen unsere Synapsen verbinden und ich habe in den Raum gerufen und geantwortet. Haben nicht nur eine, sondern zwei Stimmen. Ich darf heute begrüßen Iffus und Noah vom Grillfest, dem Trashfilm-Podcast. Hallöchen, ihr zwei. Hallo, na, wie ist's? Hallo. Ja, wir sind dem natürlich gerne gefolgt, diesem Ruf. Ich hab's so ganz leise in meinem Ohr gehört. Und dann dachte ich, let's go. Iffi, ich hab da was gehört. Wir müssen das machen, jetzt habe ich gesagt. Und ich habe einfach nur Ja und Amen gesagt, wie ich es immer tue. Genau, wie immer. Amen. Ja, der Pfarrer hat gesprochen quasi. Also es war so eine göttliche Stimme so eingeflüstert. Hilfe, ich habe da so einen Scheißfilm, könnt ihr mir helfen? Und ihr so, ja, natürlich. Nichts lieber als das. Ein Aufschrei im Universum. Oder wie war das bei Star Wars? 1000 Seelen, die in Schmerz aufschreien und verstummen. So ungefähr, ja. Das trifft's ganz gut, doch, ja. Das passt auch zum Film. Ich gestern mehrfach hatte. Und was passt denn besser auch tatsächlich zu einem Film wie Kartoffelsalat als ja der Anlass, den ihr ja quasi mitbringt, weil ihr seid ja das Grillfest. Wir sind das Grillfest. Ja. Ihr seid ja auch schon eine Weile am Start. Ich habe mal geschaut, ich glaube, eure erste Folge ging ja im Dezember 2022 an den Start, lustigerweise mit den Autobahnrasern, die noch irgendwo ganz tief unten vergraben auf meiner Liste stehen. Aber ihr habt sie als Anlass genommen und ich habe in eurer Beschreibung auch gelesen, da rührt auch euer Podcast-Name her. Wie kommt das denn? Genau. Ja, wir haben diesen wunderbaren Film geguckt, weil wir auf die spontane Idee gekommen sind. Ich habe gesagt, Iffi, hast du mal Bock, irgendwie schlechte Filme mit mir zu gucken? So ein paar Trash-Filme. Iffi hat sich natürlich direkt darauf eingelassen. Ja, und dann haben wir so ein paar Filme geguckt und an diesem ersten Grillfest, wie wir es dann natürlich gleich genannt haben, haben wir Autobahnraser geschaut. Wer den Film kennt, der weiß wahrscheinlich, worauf das auch abspielt, wo der Name herkommt. Denn diese illegalen Autorennen, die da durchgeführt werden, die werden dort als Grillfest bezeichnet. Und wie das auch gezeigt ist, denn die stehen dann tatsächlich auf so einem Platz und grillen auch. Genau. Und ja, das fanden wir so witzig, dass wir gesagt haben, pass auf, das ist der Film, leider nicht der erste, aber einer mit der ersten Filme, den wir zusammen als Trashfilm geguckt haben. Grillfest ist total lustig, weil wir dann auch so ein bisschen rumgescherzt haben, dass wir die Filme halt, dass das Grillgut ist, was wir da gucken. Genau. Und so ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass wir gesagt haben, komm, wir nehmen das jetzt auf und ballern das einfach mal ins Internet raus. so ungefähr. Ist ja zum Glück genug Platz im Internet. Richtig. Vor allem für schlechte Filme. Für Scheiße ist überall Platz im Internet. Extra breite Rohre. Ja, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, welche, es war eine relativ frühe Folge von euch, meine ich, die ich mal entdeckt habe, war das dieser mit irgendeinem Monsterfilm, in dem kein Monster vorkam. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit Red. Red Island. Ja, genau. Ja. Ihr habt mir nämlich eine sehr langatmige Zugfahrt damit versüßt, weil ich habe am Bahnhof gestanden,
Es kam kein Zug, es kam kein Ersatzzug, es kam keine Durchsage. Niemand wusste, wo irgendwas ist. Und ich saß da 3 Stunden, ich glaube in Köln an diesem Bahngleis morgens um 4:30 und habe gedacht, scheiße, was machst du denn? Und wie es der Zufall will, seid ihr mir da tatsächlich irgendwie reingespült worden und habe gedacht, ach komm, hörst du mal rein. Du kennst den Film nicht, aber mal gucken, was das Teil kann. Und ich war sofort angefixt von eurer Energie. Ich mochte das sehr gerne, wie ihr beide da miteinander gesprochen habt. Und ihr seid ja auch, es hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen etabliert, Forscher der Tierwelt, würde ich es einfach nennen. Tiere spielen ja bei euch eine große Rolle in den Podcasts. Ja, Tierfakten der Podcast. Tatsächlich in den letzten Folgen ein bisschen weniger, weil wir irgendwie einige Tiere jetzt halt auch schon hatten, so an Tierfakten. Das darf sich natürlich nicht unbedingt doppeln, ne? Aber letztens hatten wir es jetzt, glaube ich, wieder mal. Was war denn das? Ja, bei glaub, irgendwas haben Folge, wir jetzt wieder drüber geredet. Entweder war es Pythons 2 oder es war eine Folge, die noch nicht draußen ist. Weil bei Daredevil wird es nicht gewesen sein. Vermutlich. Ja, nee, aber das, wir sagen immer gerne Tierfakten der Podcast oder halt Abschweifen der Podcast, weil wir halt uns auch gerne mal im Thema verlieren. Aber sowas finde ich immer sehr sympathisch im Podcast und ja, deswegen. Findest du eigentlich, dass wir zu viel sechseln? Was? Ist mir nur nie aufgefallen. Das ist eine gute Frage. Sehr gut. Das hat mir letztens jemand gesagt, dass es schon stark zu hören ist. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, wenn ich mit dem Iffi zusammen bin, verfalle ich auch mehr da rein in dieses Sechseln. Och, und das finde ich eine Frechheit, dass das jetzt wieder meine Schuld ist. Star. Ja, wie immer halt, einfach. Jetzt wisst ihr, warum ich immer so meistens Solo-Folgen aufnehme, weil da komme ich gar nicht in Versuchung, weil ich bin ja Hesse. Ich lebe jetzt aber im hohen Norden und die Leute drücken mir das immer noch manchmal, ja, man hört das ja schon ein bisschen raus, ich so, scheiße, ich will das eigentlich ablegen. Aber ich kenne das auch so, diese Synergieeffekten und dann spielt man sich die Bälle zu und auf einmal ist man wieder so voll in der Mundart drin. Aber ich finde es bei euch vollkommen, also ich kenne es ja nicht anders. Also, sehr gut. Ich habe mich ja das erste Mal ja so gehört und mochte es sofort, also bitte. Sehr gut. Die Leute, die sich da anstellen, die sollen nicht ins Knie ficken, verdammte Scheiße. Also. Ja, so ist es. Das schneide ich genauso raus, falls mal wieder jemand sich beklagt. Können wir das bitte als so ein Einspieler machen, einfach, wenn es passt? So ein Nippelboard wie bei Stefan Raab. Genau. Soll ich ins Knie ficken? Richtig, oh, das wäre super. Immer wenn es passt dann in der Folge. Das möchte ich bitte, Iffi. Ihr habt meine Erlaubnis. Also. Sehr gut. Ich mach mir meine Notiz. Ja, du vergisst das sonst. If ist der Sachen vergisst, wenn er sich nicht das aufschreibt. Ist aber, ich vergesse das auch mit der Notiz. Also, ich schreib's einfach auf jetzt. Ich erinnere dich, wie immer. Genau. Während Ifis sich seine Notizen macht, würde ich sagen, dann leiten wir mal langsam ein, weil wir haben wir haben Bock, miteinander zu reden. Ob wir Bock auf den Film haben, über den wir heute reden, müssen wir wahrscheinlich noch klären. Ja, okay, Kopf schütteln und nicken war gerade so zeitgleich zu sehen. Wir werden es rausfinden. Aber liebe Leute da draußen, ihr fragt euch natürlich, worum geht es denn in Kartoffelsalat? Nicht fragen. Die Handlung. Leo Weiß hat ein schweres Leben an seiner Schule. Er ist der Klassenälteste, kämpft mit schlechten Noten und mangelnder Anerkennung. So beschließen seine Eltern, ihn auf eine neue Schule zu schicken, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Als ein bedrohlicher Virus ausbricht, der aus Schülern fresssüchtige Infizierte macht, ergreift Leo die Initiative und beweist sich als Held. Die Entstehung. Ja, Kartoffelsalat. Also, der Film war mir natürlich schon bekannt, ne? Ich habe ihn aber tatsächlich noch nie komplett gesehen. Ich habe damals mal, als der rauskam, einen Teil gesehen, weil da ja sehr viele YouTuber mitspielen. Deutsche YouTuber. Sehr viele. Und ich auch viele davon tatsächlich kenne. Einige auch gar nicht so. Oder tatsächlich schon mal gehört, aber halt nicht geguckt oder so. Aber ja, irgendwie habe ich den noch nie vollständig geguckt und jetzt war der Moment. Ich habe ihn erst vor wenigen Stunden geguckt tatsächlich, damit die Aufnahme auch schön frisch ist und die Erinnerung. Die Kartoffeln sind quasi noch warm. Richtig, die Kartoffeln sind noch schön warm und der Salat geht jetzt los. Ifos, wie war es bei dir? Kanntest du Kartoffelsalat, also den Film Kartoffelsalat vorher schon? Also ich wusste auch vorher, was Kartoffelsalat ist. Und von dem Film hat jeder schon mal gehört, der auch nur ansatzweise was mit Film zu tun hat. Aber ich habe sehr bewusst nicht geguckt, weil ich im Gegensatz zu Noah so gut wie niemanden da drin kenne. Ich bin schon froh, dass ich Fresh Torge kenne.
Das ist schon viel. Aber das ist dann, da sind noch so vereinzelt zwei Larven dabei, die ich mal, schon, von denen schon mal gehört habe. Und da sind so ein paar Larven dabei, die ich hoffentlich nie wiedersehen muss. Aber weißt du, wem du erkannt hast, hoffentlich? David fucking Schulz. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Hast du nicht? Der war doch erst. Pass auf, doch, also. Da springe ich ganz direkt mal kurz hin in die Ecke, weil zu den wenigen positiven Sachen, die ich über den Film sagen kann, gehört, dass Upred nicht mitspielt. Ja. Ja, im Prinzip ja doch. Mit Davis Schulz. Und genau, und dann ist Davis Schulz da drin und dann dachte ich, fuck, ist das doch Upred? Ja, aber nur. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist dieser Typ, den ich immer wieder vergesse, von dem Noah immer so redet. Du hast dich an ihn erinnert, irgendwie. Ja, weil wir jetzt ja schon zwei Filme mit ihm gesehen haben. Drei. Das hat sich jetzt drei? Drei? Ja, das war jetzt der dritte. Achso, ja, ich meine davor. Das hat sich jetzt langsam reingefräst. Mhm. Okay. Also ich sehe, ihr habt ja schon Vorwissen, zumindest was diesen David Schulz angeht. Das ist ja schon mal gut, weil ich meine, der Film ist aus dem Jahr 2015, also so der, ja, man munkelt, der Hochzeit der deutschen YouTube-Kultur. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn damals nur so peripher mitbekommen, weil auf einmal natürlich alle auf YouTube irgendwie freiwillig darüber geredet haben, weil sie freiwillig dort mitgespielt haben. Und da ist das natürlich auch in irgendwelchen großen Medien dann aufgetaucht. Ich erinnere mich an irgend so ein peinliches Bild-Interview, was Fresh Torge dann gegeben hat, wo er sich, 10 frechen Fragen stellen musste. Und im Endeffekt waren die total, also für Bildniveau sehr, sehr harmlos. Da habe ich gedacht, aha, okay, spannend. Aber was für ein schmissiger Name. Freshe Fragen. Freshe Fragen, ja. Freshe hey, das ist witzig wegen Fresh Torge. Es wird nicht der letzte Karlauer heute sein, das verspreche ich euch, liebe Zuhörer da draußen. Perfekt. Weil wir, so haben noch muss ein, das. Wir haben noch einen ganzen Acker voll. Auf jeden Fall, was noch so an Hard Facts zu droppen ist für die Leute, die sich noch nie mit Kartoffelsalat beschäftigt haben. Im Filmischen. Er hat, ich habe es ja angekündigt, eine knallharte 1,3-Sterne-Bewertung bei der IMDb bekommen mit knapp 7000 Bewertungen, was ja schon mal für sich spricht. Sie haben für den Film tatsächlich auch irgendwie Geld zusammengekratzt bekommen. 1 Million Euro hat das Teil gekostet. Damit haben sie immerhin eine Laufzeit von 81 Minuten aufs Band bekommen. Das ist schon erstaunlich. Also er sieht nicht so aus, als hätte er viel gekostet. Ja, und er sieht auch nicht so aus, als würde 81 Minuten gehen, sondern gefühlt so Ben Hur-Verschnitt 3,5 Stunden oder was. Oh ja. Epischen Ausmaßes. Es hat einfach nicht aufgehört. Nee. Ich habe immer gehofft, komm, Credits. Nein, der ging immer noch weiter. Furchtbar. Die Regie von Kartoffelsalat hat Michael David Pate übernommen. Den man wahrscheinlich nicht kennt, sondern er hat noch andere Filme gemacht, die man auch nicht kennt. Also ich kenne sie zumindest nicht, wie Gefällt mir. Dann auch noch ein Film, bei dem irgendwie erstaunlicherweise viele YouTuber mitgespielt haben. Heilstätten, ein Horrorfilm in irgendeiner Klapse in Berlin. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Ja, schon gesehen, aber nicht besprochen im Podcast. Okay. Könnte man aber noch. Bietet er sich an, ist der auch schlecht. Dann müssen wir den dann nochmal angucken. Der ist auch schlecht. Lass mal, geht schon. Ich glaube, da spielt Davis Schulz auch mit. Bestimmt. Wirklich? Ich glaube. Ach, bestimmt. Er hat übrigens, ich habe gerade bei Amazon nochmal zum Spaß geguckt, da hat er eine 3,4-Sterne-Bewertung. Von 5. Das ist, also, das ist eine Frechheit. Nicht gekauft. Ja, er spielt bei Heilstätten mit, tatsächlich, ja. Gut, okay. Also war das der 4. Film mit Davis Schulz? Der kratzt langsam aber stetig am Thron von Eric Roberts. Aber Davis Schulz sitzt nicht auf einem Stuhl. Ihr müsst auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwann euer Special dazu machen. Ihr kommt nicht drum rum. Wenn ihr so die ganze Filmografie von Davis Schulz durch habt, dann kommt das große Fazit zu seiner Filmkarriere. Ich habe gerade gesehen, er spielt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eine Folge mit. Ja, hat das Wild. Deutsche Zeit der Sehnsucht, wie sie immer gerne nennen. Also, und wenn Leute da mitgespielt haben, haben sie es definitiv geschafft. Was muss man machen, um sich da zu bewerben? Wo, bei GZSZ? Bei GZSZ. Also, es kann ja nicht so schwer sein. Du musst nur in Berlin wohnen.
Ach so. Da bist du automatisch im Topf. Einzige Voraussetzung, in Berlin wohnen. Wahrscheinlich ja. Gabeln die Leute einfach beim auf der Straße gehen so auf. Hey du, willst du eine Folge mitspielen? Das ist es nicht fast wert. Zu freundlich. Das klingt doch fast zu freundlich. Nur du musst ja wirklich so ganz schnell, na, hast du Bock? Weißt du, wie so ein billiger Zuhälter irgendwo, der dir irgendwelche Drogen andrehen will. So, na, hast du bleib schon mal? Und ich so, was? Was habe ich schon mal? Na, bei GZSZ mitgespielt. Bleibst du mit einem schwarzen Van neben der Person stehen und kurbelst das Fenster nur so ein ganz kleines Stück runter so und hast du Sonnenbrille auf und dann so, hey du, ich hab da was für dich. Oder einfach nur die Tür aufgerissen, wirst reingezogen und ans Set gefahren. Ja, gar keine Wahl, du musst jetzt mitspielen. Ja, wer hier auch ja mitgespielt hat, aber auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, war ja der Star des Films, will man ihn so nennen. Er ist auf jeden Fall der Hauptinitiator dahinten, will man behaupten. Ja. Torge Ulrich, wer sich noch nie gefragt hat, wie Fresh Torge eigentlich in seinem Real Life heißt. Er heißt Torge Ulrich aus Wesselburen hier im Norden. Und der hat das Ding tatsächlich auch irgendwo auf so ein Stück ja, Krepppapier aufgeschrieben und den Leuten an die Stirn geklebt und gesagt, hier, den Text lernst du jetzt. Ja, ich wusste tatsächlich nicht, dass er so mit Nachname heißt. Ich kenne ihn ja noch ganz damals unter dem Namen Fresh-Haltefolie. So ganz am Anfang auf YouTube. Da habe ich ihn geguckt. Das war auch einer der ersten YouTuber, die ich geguckt habe. Und ich hatte ein bisschen Nostalgie in diesem Film, weil da viele andere YouTuber waren, mit denen ich angefangen habe, quasi im Internet unterwegs zu sein. Zum Beispiel die Außenseiter, falls die noch jemand kennt. Nein. Der gehört. Dima und der Sascha. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Dann die Jungs von YTT, schon mal das gehört vielleicht, ja? Tatsächlich. Der, gehört, ja. Der Phil Laude, der TC und, oh Gott, wie hieß der dritte? Da komme ich gerade nicht drauf. Ich weiß aber auch gerade gar nicht, ob der dritte mit dabei war. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Die Jungs jedenfalls. Wer war denn da noch so, wo ich mich drüber gefreut habe? Ja, Davis Schulz, wie gesagt, ne? Den auch. Also das waren die drei Haupt- YouTuber sozusagen, die mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, als ich sie sah. Vor allem, weil ich damals, als ich angefangen habe mit YouTube, ein bisschen in den Sascha von Die Außenseiter verliebt war. So ein kleines bisschen. Ein kleines Deswegen, bisschen. Deswegen, war schon, also ich hatte trotzdem ein bisschen eine gute Zeit, so ein bisschen. So dieses kleine, oh, ich habe einen Star gesehen, in Anführungszeichen. Genau, den kenne ich. Ifos, wen kanntest du denn in dem Film, wenn du die YouTube-Szene schon mal ausklammerst? Doch, du kanntest auch noch den Martin Schneider. Ja, Martin Schneider und Otto natürlich, ja, klar, weil natürlich. Ich bin ja alter Mann. Ja. Die kenne ich noch aus den 70ern. aus den 1860ern. Nee, also Torge kenne ich auch nur, weil ich Helga und Marianne kenne. Ja. Was auch das Einzige ist, was Fresh Talk gemacht, was ich nicht ultra peinlich finde. Echt? Das findest du nicht peinlich? Nee, das geht noch. Das ist so an der Grenze, weil das ist das alte Leute-Humor, da gehe ich mit. So wie genau. So wie ich, genau. Simon Desue kann ich noch vom Namen. Oh ja, schon auch dabei. Und von den Haaren. Phil Laude kenne ich, weil der halt Schauspieler ist. Also tatsächlich auch wirklich sowas wie echter Schauspieler. Ja, der bekannteste so ein bisschen auch mit von allen, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Und der Simon Desue schon mal gehört. Lochis habe ich irgendwie, glaube ich, schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört, aber die hätte ich nie einordnen können. Die hatten den peinlichsten Auftritt, finde ich, in diesem Film. Ja. Das war ja richtig Fremdscham. Ich weiß nicht, wer das war. Das ist besser so. Die Zwillinge, die auf der Bank im Sportraum saßen und über den Tag diskutiert haben. Ah, ja. Montag, okay. Dienstag, Mittwoch, ja, Donnerstag. Ja, genau. Das war so weird. Und sie haben auch einen furchtbar schlechten Film Bruder vor Luder gemacht. Vielleicht ist der auch bei euch irgendwann aufgeschlagen. Der hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich den hier mit reinnehme. Aber da die Lochis ja in Kartoffelsalat auch mit drin sind als Beimischung, habe ich gedacht, komm, dann kannst du dir den sparen. Ich habe den noch nie gesehen und ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, irgendwann müssen wir. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist das steht doch bei Podcasts wie unseren gar nicht zur Debatte, ob wir das wollen. Stimmt. Sondern es ist ja so ein Aufklärungsauftrag, sehe ich das immer so, für die Leute da draußen, sie bloß davon abzuhalten, niemals diese Filme zu schauen. Stimmt, irgendwie muss man sich ja opfern, ne? Für die Menschheit. Ja, ich hoffe, die Leute da draußen erkennen das auch endlich mal an.
Mann, ihr Knauser da. Nicht mehr immer mit Lob knausern. Könnt auch mal klatschen, so. Echt mal. Ich habe gerade gelesen, dass die Lochis sich umbenannt haben. Die haben jetzt eine Band namens Hero. Also wegen Heiko und wie heißt der? Oh, nein. Roman. Hero. Ja, cool. Wenn die hier steht jetzt bei Wikipedia, die sind ein deutsches Musikduo. Und ich denke mir so, puh. Wow, sie haben sich entwickelt. Ja, na, wenigstens konsequent peinlich geblieben. Richtig. Wann haben die angefangen mit YouTube? Da waren die noch wirklich, wirklich jung. Also so wie die aussahen im Film, sind die ja erst 12 gewesen. 99 geboren, tatsächlich. Mhm. Also die sind jetzt so weit auch schon weg. Wieder 25. Ja. Schon? Ich konnte rechnen von 1999 bis 2024. Ist das nicht toll? Nicht schlecht. Applaus. Danke. Ja, krass. Also auf jeden Fall viele YouTuber, die der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Tatsächlich auch Dagi B und Bibi hieß ihr YouTube-Kanal. Also die kennt vielleicht auch noch einige. Bibis Beauty Palace. Genau, Bibis Beauty Palace, genauso hieß sie. Und zu meinem großen Erschrecken auch Leon Mascher. Weswegen ich ja überhaupt erstmal auf die Upper-Ready-Idee gekommen bin. Das ist irre. Ey, Leon Mascher kann ja keinen normalen Satz sprechen. Der hat drei Sätze in dem Film und alle drei sind furchtbar. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Und wer natürlich auch noch mitspielt, ist Flying Uwe. Oh ja. Als Polizeikommissar, hau ab. Das war doch dann der Chef von Leon Mascher, glaube ich. Der hat doch da irgend so einen Hilfspolizisten gespielt. Genau, ja. Wow. Wenn ich mich da recht entsinne. Also auf jeden Fall im deutschen Bereich eine ganz wilde Mischung, was da so in diesem Film zu sehen ist. Ja, es ist so ein Zeitdokument. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe wirklich dann überprüft, wie viele von denen, die dort aufgetreten sind und prominent beworben sind, sind denn noch wirklich im YouTube-Game aktuell immer noch. Und ich glaube, gefühlt 80% davon sind inzwischen weggebrochen und machen einfach nichts mehr oder haben sich zu seriöseren Aufgaben berufen gefühlt und machen jetzt zum Beispiel Musik. Schauspieler. Ja, oder man macht eine Band und nennt sich Hero, weil Hero. Man Heiko und Roman heißt. Haben eine Schreinerlehre gemacht. Schreinerlehre. Ist das jetzt, hat das wirklich jemand gemacht? Ich habe keine Ahnung. Das wäre jetzt zu lustig gewesen. Ich würde es feiern, wenn du irgendwie Dagi B irgendwie auf einmal in unserem Möbelhaus triffst und sie versucht dir irgend so einen Rustikal-Eichetisch anzudrehen oder so. Das wäre super. Dagi B, Gaswasser, scheiße. Ja, also was du gerade sagtest, ich glaube, von allen YouTubern, die man so dort sieht, haben aktiv tatsächlich Toge noch seinen Account, der regelmäßig hochlädt. Ja. Also zumindest von denen, wo ich das mitkriege, ne? Davis Schulz macht nicht mehr ganz so viel aktiv auf YouTube, der macht tatsächlich auch mehr mit Musik tatsächlich und ein bisschen in diese Richtung. Ich habe auch vorhin gerade noch was gelesen, wo der noch mitgemacht hat. Der hat bei Top Gun Maverick Musikvideo mitgewirkt. Also der ist auch so ein bisschen musikalisch unterwegs. Als Background-Tänzer oder? Das weiß ich gerade nicht. Steht leider nicht dabei. Spielt die Triangel. Genau. Der spielt, steht hinten. Dong. Ja, also Außenseiter gibt's nicht mehr. YTT gibt's nicht mehr so in dieser Form. Ich glaube, der Phil Laude, der macht noch seinen YouTube-Channel, aber halt seinen eigener. Ja. Genau, und sonst ist eigentlich ganz viel davon. Die Joyce, die man ganz am Anfang in so einem Gang hat rennen sehen, die macht, glaube ich, auch mehr in so TV-Produktionen. Ich glaube, die macht auch nicht mehr ganz so viel YouTube. Also so kleinen TV-Produktionen. Hat die nicht für RTL oder ProSieben beziehungsweise Join dann irgendwie vor ein paar Jahren mal gearbeitet? Ich habe irgendwie so eine Werbung im Kopf von ihr. Genau, die moderiert, glaube ich, auch irgendwo dort. Ja. Ja, wir haben ja noch so Leute dabei. Wen ich noch zumindest kannte vom Sehen her, war Iblali. Der war da ja auch mit dabei. Ja. Der macht jetzt irgendwelche Twitch-Streams, glaube ich, noch. Das kann sein, ja. Und einer von den, wie hießen diese drei Affen? Apecrime. Ja, fast. AppleWar. Das ist jetzt mein neuer YouTube-Account. AppleWar. An AppleWar musste ich diese Woche irgendwann mal denken und ich weiß nicht warum. Weil die auf Twitter, glaube ich, gerade einen ganz schönen Dings hatten. Shitstorm, oder? Verwechsel ich da gerade. Aha. Also habe ich nicht
Habe ich bewusst mal wieder nicht mitbekommen. Ja. Nein, das heißt Twitter. Lass dich von dieser Propagandamaschine nicht mitreißen. Das heißt Twitter. Okay. ja, genau. Ich habe gerade mal geguckt. Apple war. Da war ja dieser Chan dabei. Ja. Wenn ich das was sagt. Und der hat wohl, also das sind jetzt übrigens die Grooming-Vorwürfe aufgekommen gegen den, weil der wohl mit einer sehr, sehr jungen Dame beziehungstechnisch und intimtechnisch war. Und die hat das jetzt halt natürlich nach, weiß ich nicht, nach 10 oder 15 Jahren an die Öffentlichkeit gebracht. Okay. Genau, und deswegen war der jetzt gerade in aller Munde. Also wenn du das gerade googelst, also wenn du Applebaum googelst, kommt das auch als allererstes. Kommen direkt drei Videos von Rezo, kommt hier was. Knu kommt hier was. Also das ging auf jeden Fall gut durch. Okay. Aber naja, soll nicht das Thema sein. Nee. Aber interessant, aus Gründen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, tauchen die wieder in meinem Kosmos auf und dann ist wieder irgendwas. Ja. Siehst du mal. Es wirkt wie so gescheiterte Kinderstars, hat man so das Gefühl, die dann nur noch mit Skandalen aufploppen oder weil sie jetzt als merkwürdige Anwälte arbeiten. Ja, könnt ihr nicht einfach heroinabhängig werden wie normale Kinderstars? Echt? So wie das normal ist. Koks ist voll out. Mhm, offensichtlich. Ja, aber wir haben ja auch tatsächlich ein paar echte Schauspieler dabei. Mhm. Ich wusste, hat ja eben schon zumindest Otto Waalkes ja erwähnt, also als Comedian, aber auch als Schauspieler ja bekannt. Martin Schneider, hessischer Landsmann. Ich weiß sogar, der wohnt lustigerweise sogar in einem Ort von Bekannten meiner Eltern. Der wohnt bei denen um die Ecke und läuft dann immer morgens beim Einkaufen vorbei. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ajebeja. Genau. Ist natürlich, ich mag ihn. In Filmen ist er ja nicht so oft zu sehen, aber ey, ich habe halt so eine Liebe für 7 Zwerge, Männer allein im Wald. Und da spielt er ja diesen super schnellen Zwerg. Mhm. Und Gag-Lieferant. Ja. Weil wir vorhin das Thema GZSZ hatten, spielt auch ein GZSZ-Star mit in diesem Film. Der Wolfgang Baru, das war der Biologielehrer. Ja. Da habe ich TV-Legende. TV-Legende. Ich habe dazu tatsächlich eine Notiz, die ich jetzt einfach schon mal vorlese. Die ist einfach böser Typ von GZSZ. Ja, genau. Weil der hatte doch mal die böse Rolle, oder? Vor Jahren, ja, als ich kleiner war. Der war ja immer so ein böser. Ich glaube, er war, glaube ich, Anwalt in der Serie und hat doch allen, alle verklagt und jeden irgendwas ans Bein gekackt. Und jetzt ist er, glaube ich, so der liebe Onkel, der allen irgendwie hilft. Aber eigentlich will er das dann doch nicht. Mhm, genau, irgendwie sowas. Und deswegen war meine Notiz böser Typ von GZSZ. Genau der. Genau der. Weiß ich noch direkt Bescheid auch. Ja, sonst noch? Wem? Wir haben noch eine andere RTL-Koryphäe dabei. Kathi Karrenbauer gibt sich die Ehre. Stimmt. War ja auch Walter. Da, richtig. Nicht lange, aber sie war da. Ja, hinter Gittern und natürlich, unvergessen, High Alarm auf Mallorca. Mhm. Da hat sie auch die Bösewichtin gespielt. Also, weiß ich nicht, weil da kommen Haie drin vor und bei allem, wo Haie drin vorkommen, bin ich raus. Man munkelt, es kommt ein Hai drin vor, aber Spoiler, es kann nicht mal so oft da. Das ist ganz gut, weil das ist wirklich kritisch. Deshalb hat der Iffi ja auch letztens mit jemand anderen Sharknado geguckt und nicht mit mir, weil ich gesagt habe, du Iffi, danke für die Einladung, aber nee. Ist lieb, aber lass mal. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich Angst vor Haien habe. Es ist komplett irrational, aber sucht man sich ja nicht aus. Könntet dann auch einfach so eine persönliche Schnittfassung besprechen. Gut, bei Sharknado einfach alle Hai-Szenen rausgeschnitten und dann über den Rest geredet. Ich habe drüber nachgedacht. Das wären aber, glaube ich, dann nur 6 Minuten Film gefühlt. Maybe, ja. Nee, da erschüttert. Beim ersten bleibt schon noch ein bisschen was übrig. Bei den anderen wird es dann schwierig. Stimmt. Aber beim ersten geht's noch. Ja. Ich würde mir ja eine Filmfassung wünschen, in der man einfach Tara Reid rausschneidet, und zwar in allen Filmen, aber gut. Das würde ich auch gut finden. Das glaube ich euch auch direkt. Ja. Ich habe mir noch jemanden aufgeschrieben, den man wahrscheinlich vom Sehen her nicht kannte, aber ich habe seine Stimme sofort erkannt und ich war schockiert. Charles Rettinghaus spielt hier den Direktor und seine Stimme kennen wahrscheinlich alle, die irgendwie Action, Martial Arts Filme oder Serienliebhaber sind, weil er ist ja der Stammsprecher zum Beispiel von Jean-Claude Van Damme oder Jeffrey Dean Morgan aus Walking Dead. Bester Mann. Oder Jamie Foxx hat er auch immer auf der Uhr. Sehr nice, ja. Ich,
Und ich mochte seine Stimme immer. Ich höre die so gerne. Und ich habe ihn jetzt in dieser Rolle gesehen, mit diesem Cowboy-Hut, und habe gedacht, oh, warum tut er das? Dasselbe übrigens mit dem Synchronsprecher von Walter White. Ja. Der war auch dabei in einer entsprechenden Rolle. Wenig subtil. Er hieß auch Walter Weiß. Ja, er hieß Walter Weiß. Da ist es aber, da ist es tatsächlich ein bisschen kniffliger, weil er hat nur seine Stimme geliehen. Aber der Schauspieler war jemand anderes. Richtig. Das habe ich mich nämlich auch kurz gefragt, weil der auch in der IMDb zweimal drinsteht. Ja. Ich habe das gegoogelt, weil ich wusste das nicht. Ich habe gesagt, wenn das jetzt auch noch der Synchronsprecher direkt ist, das wäre ja anders geil. Aber er war es leider nicht. Er hat halt nur drüber synchronisiert, was auch schon mega ist für so, ja, für so eine Produktion. Ist das schon ganz cool. Auf jeden Fall. Und ja. Ja, einen Namen habe ich tatsächlich noch. Ich weiß nicht, wer da draußen. Wir sind immer noch bei RTL. Also man merkt, das Niveau bei den Schauspielern ist hier schon sehr auf eine Sendersparte festgelegt. Ich habe mir noch Norbert Heisterkamp rausgeschrieben. Der hat hier den Dr. Pyré gespielt. Das war dieser Hühne im Professorenmantel. Den kennt auch bei man, den Zwergen. Ja, genau. Sieben Zwerge. Das war der achte Zwerg, den keiner haben will. Aber ich glaube, die meisten kennen ihn aus Alles Atze. Ja, oh Gott. Ah, jetzt, ich habe überlegt, woher ich den kenne. Der kam mir so bekannt vor, aber ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und Alles Atze wäre ich never drauf gekommen. Und Hausmeister Krause, Freunde. Ja. Hat auch mitgespielt. Krause. Alles für den Dackel, alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Hund. Falls das übrigens jemand gucken will, nur mal so als Randinfo, das läuft jetzt auf Sport 1. Auf Sport 1 läuft Hausmeister Krause. Läuft jetzt Hausmeister Krause, ja, seit ein paar Wochen. Cool, direkt reinschalten. Oder bei Pluto TV, die haben den kompletten eigenen Hausmeister Krause Channel, der läuft das 24 Stunden durch. Geil! noch ein Name, Jenny Elvers, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Oh, die hätte ich auch noch, über die haben wir nämlich jetzt neulich auch was geredet. Yep, richtig, die ist hier auch mit dabei. Warum redet man über Jenny Elvers? Weil die mit einem Schauspieler zusammen war, über den wir erst geredet haben. Jetzt fällt mir der Name spontan wieder nicht ein. Ich guck auch gerade, wer das jetzt gerade ist. Es war in Python auf jeden Fall. Das spielt ein deutscher Schauspieler in sehr, sehr großen Anführungszeichen mit. Und ich hoffe, ich überbrücke jetzt genug, dass Noah das rausfinden kann. Ich google natürlich zeitgleich. Aber das Python 2 hattet ihr besprochen, gell? Genau. Ja, genau, weil wir haben irgendwie so ein Ding, dass wir immer aus Versehen mit zweiten oder dritten Teilen anfangen. Alex Jülich heißt er. Ah, ich hatte es auch gerade, ja. Genau, Alex Jülich, genau. Bekannt geworden als Big Brother Teilnehmer. Richtig, und der war mit Jenny Elvers zusammen und deswegen sind wir darauf gekommen. Genau. Ganz wild, okay. Die Geschichte. Ein weiter Weg gewesen. So schließt sich der Kreis, ja gut. So schließt sich der Kreis. So. Ja. Ich glaube, dann haben wir, glaube ich, auch erstmal alle Namen abgeräumt, die man so erwähnen will. Ich glaube, wir sind bereit. Ihr da draußen seid hoffentlich auch bereit, weil wir nehmen uns jetzt mal so eine richtig große Kelle Kartoffelsalat, klatschen die auf den Teller und dann versenken wir mal unsere Zähne rein und gucken mal, was bleibt denn für Nachgeschmack hängen oder ist es einfach nur zum Abkotzen? Wir schauen mal. Mein Eindruck. Wichtige Frage noch, aber zum Thema wirklichem Kartoffelsalat. Mit Mayo oder ohne? Was ist denn die Alternative zu Mayo? Essig. Öl und Essig. Ja. Okay, gut, sehr gut. Das wollte ich hören. Ich liebe also ungesättigte Fettsäuren. Mayo. Alles schmeckt mit Mayo gut. Alles. Ich fühle Diabetes. Was? Ja, ich habe tatsächlich weirdes Thema, aber in Österreich auf einer Baustelle mal hat die Besitzerin dieses Hauses hat Kartoffelsalat mit Öl und Essig gemacht. Das war der absolute Knaller. Okay. Nee, ich mag den nicht so. Also Mayo beste. Also ich esse den auch, wenn es den irgendwo gibt, dann esse ich den natürlich, aber wenn ich mich entscheiden kann, dann muss da Mayo rin. Ja, wenn ich es mir aussuchen kann, dann safe. Aber ich fühle beides. Gut. Das war noch eine wichtige Frage, jetzt können wir gerne starten. Aber trifft sich ja gut, weil das wäre nämlich meine Einstiegsfrage gewesen. Aber dann stelle ich einfach die andere Frage. Ich meine, ihr seid ja die Grillexperten. Und dann ist die Frage, Kartoffelsalat oder Nudelsalat? Zum Grillen Nudelsalat. Kartoffelsalat, safe. Nudelsalat. Okay. Gespaltene Meinungen. Es gibt hier bald keine Folgen mehr, Grillfest. seid dabei live bei der Trennung. Live in dieser Folge.
Nein, alles gut. Nee, also wenn ich grille, dann mache ich mir tatsächlich lieber einen Nudelsalat. Das liegt aber vielleicht auch schlicht und ergreifend daran, dass ich es hasse, Kartoffeln zu pellen. Ich hasse es. Und sie dann halt auch schneiden zu müssen. Und das geht mit Nudeln irgendwie so leicht einfacher. Die muss man zum Beispiel nicht schälen. Richtig. Ja. Die kochst du, du ballest sie dir da rein und den anderen Scheiß mit dazu und dann ist dein Salat fertig. Also sagen wir mal, ich esse beides gerne, wenn ich selber mache, aber Nudelsalat. Ja. Immer so schön mit so Hörnchennudeln oder so. Ich habe auch Leute schon getroffen, die abartig irgendwie Spaghetti dann da reingemacht haben, so Spaghetti-Salat. Und ich so, oh. Okay. Wild. Was ist denn das für ein Psychopathentyp? Ich habe keine Ahnung. Aber das Beste krank. Beim Grillen ist Grillkäse. Sowieso. Ja. Oh ja. Grillkäse. Ja. Alles Käse oder was? Ja, der Film. Reden wir mal über den Kartoffelsalat. Wir bekommen ja am Anfang, du hast ja vorhin schon wie heißt es, Joyce angesprochen. Joyce läuft da, genau. Mit so einem tollen, wir bekommen einen dunklen Flur, irgendwie spärlich ausgeleuchtet. Man erkennt, es soll eine Schule sein und sie kommt schreiend angerannt. Und ich glaube, sie telefoniert in ihrer Not mit dem, wie heißt der offiziell in den Credits, der Notrufbeamte. Genau, der Notrufbeantworter. Beantworter, genau. Super Name. Super Downgrade in deiner Karriere auf jeden Fall, wenn du den bisschen. Titel verliehen bekommst. Der Notrufbeantworter. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte schon am Anfang direkt eine Ahnung, in was für eine Richtung qualitativ dieser Film gehen könnte. Ich weiß nicht, aber ich hatte so ein Gefühl, Jahrmarkt. Ich weiß nicht, so Gruselbude auf dem Jahrmarkt hat das ausgesehen. Doch, definitiv. Und wichtig auch zu erwähnen, dieser Film basiert natürlich auf einem wahren Salat, sagt uns der Film, dann direkt nach dieser Szene. Da muss ich vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln auch. Aber mein Humor ist simpel. genau, also die Joyce, die läuft da halt diesen Flur lang, ruft dann eben diesen Notrufbeantworter an. Meine Notiz dazu ist übrigens groß geschrieben in Caps Lock: Otto, Ausrufezeichen, Polizist. Weil ich mich da ein bisschen drüber gefreut habe, weil ich ehrlich nicht mehr wusste, dass der da mitspielt. Das habe ich einfach nicht mehr gewusst. Und da dachte ich so, oh krass, Otto steht da, wie schön. Und da habe ich mich auch drüber gefreut. Deswegen Otto, Ausrufezeichen, Polizist. Also, dass Otto so viel Freude irgendwo auslösen kann, ist erstaunlich. Weißt du auch warum? Weil ich das immer früher mit meinem Papa geguckt habe. Diese ganzen Otto-Sketche. Und ich fand das übertrieben witzig und finde den auch relativ witzig eigentlich. Und mir ist letztens mal aufgefallen, wie unendlich alt der mittlerweile schon ist. Und das finde ich super traurig. Der war ja schon immer alt. Der ist einfach schon immer alt, richtig. Zumindest der war in den 70ern, sah der schon aus wie 85. Also. Na, ich glaube, der ist jetzt gerade 75 tatsächlich. Also. Puh. Ist 10 Jahre jünger geworden in den letzten 40 Jahren. Ist 10 Jahre jünger geworden. Nee, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Genau, und der ist eben dieser Notrufbeantworter und versucht, ihren Notruf aufzunehmen von der Joyce. Es klappt aber halt nur so mittel. Ja, er ist ja nicht ganz, ganz unschuldig daran. Und es ist ja tatsächlich der erste Running Gag. Also, ich habe ihn wirklich mir als Running Gag aufgeschrieben, weil ich am liebsten im Laufe des Films jedes Mal weggelaufen wäre, wenn sie ihn wieder ausgepackt haben. Weil Otto ist ja super präsent. Und es ist halt auch witzig, der ist ja auch an der Produktion von dem Film beteiligt. Also, seine Produktionsfirma hat den ja finanziert, zum Großteil. Weil dieses Mysterium in den Film, weil Fresh Torge irgendwie einen Facebook-Post, also für die Leute da draußen, die, das war der Vorgänger vor Instagram, falls ihr euch noch erinnert, damals in diesem Internet. Und da hat Fresh Torge einen Facebook-Post abgesetzt und hat einfach aus Spaß, hey, ich hab Bock mit dir, Otto, einen Film zu machen, hast du Bock? Und da draußen ist angeblich die Idee für Kartoffelsalat erwachsen. Huh. Also das ist eigentlich schon ganz geil. Eigentlich. So geil, dass ich damit gesagt habe. Eigentlich. Perfekt. Ich fand das auch ganz interessant, dass Otto sich dazu hat hinreißen lassen. Aber es hat für mich ja auch den Eindruck gemacht, dass das in seinem Wohnzimmer gefilmt wurde. Also er musste auch nicht rausgehen dafür. Ja, offensichtlich. Bisschen wie Eric Roberts so, fast. Es hat so Eric Roberts Vibes. Es hatte Eric Roberts Vibes, das ist tatsächlich so. Aus friesische Eric Roberts. Oh, wie schön. Ich werde ihn nie wieder anders nennen. In jedem Film dann so, schau mal, da spielt der ostfriesische Eric Roberts mit. Also, was? Gibt dem was?
Ich glaube, du wirst auch die Einzige bleiben, die ihn so nennen wird, aber schönes Prädikat. Und das macht das so besonders. Ja. Ja, so besonders ist eben auch diese Eingangsszene. Man bekommt auf jeden Fall erstmal so ein Feeling, ah, okay, sie wollen irgendwas mit Horror machen, irgendwas mit Zombies. Mhm. Und dann kommt erstmal so ein harter Cut und wir werden erstmal mit unserer Hauptfigur vertraut gemacht. Leo Weiss, gespielt ja von Richtig. Fresh Torge, der erstmal so seinen, ja, so seinen Alltag schildert. Wie habt ihr euch denn da wiedergefunden? Ich fand es hervorragend, was er sich für einen Rucksack aufgezogen hat. Diesen wirklich uralten Rucksack. das fand ich super, super witzig. Und ich fand es ganz lieb, dass seine Mama ihm halt auch so Essen gemacht hat und ihm so sehr dezent auf die Wange geküsst hat. Sehr dezent. Meine Mama hat mir auch immer Essen gemacht für die Schule. Und ich hatte nur einen 5 Minuten Schulweg. Also war eigentlich überhaupt nicht nötig, wirklich. Nö, aber das fand ich ganz schön, so wie man das so ein bisschen gesehen hat. Und ich glaube, da ist auch schon direkt die erste Anspielung auf Breaking Bad. Denn also Breaking Bad, das Bett, ne? Klar. der Vater von dem Leo, er sieht aus wie Walter White, er spricht wie Walter White und er sagt auch, was kochst du am Wochenende zu Leo? Und er heißt und Walter mir, Weiß natürlich, mein Gott. Richtig. Und er heißt Walter Weiß, ne? Das ist ja ganz klar. und da dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich letztes Jahr das erste Mal Breaking Bad geguckt. Sonst hätte ich die ganzen Anspielungen nicht verstanden. Oh, stimmt. Spät. Aber ich hab's geguckt. Naja, also ich denke, die Anspielungen kann man auch durchaus verstehen, wenn man sich mal länger als 10 Minuten im Internet aufgehalten hat. Weil ja, ein sonderlicher Deep Dive an Gags war es jetzt nicht. Aber einen späteren Witz oder einen späteren Charakter hätte ich vermutlich nicht gerafft. Ja, und die Pizza auf dem Dach, okay. Bin ich mir nicht sicher, ob die, obwohl durch die Memes ist die, glaube ich, noch ein bisschen rumgegangen. Ja, aber das kann schon sein, ich auch sagen. Ja. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es von Torge kam. Wahrscheinlich ist offensichtlich großer Fan von dieser Serie. Was scheinbar verständlich ist, ist eine gute Serie. Absolut. Top notch. Ja. Also, ja. Fand ich spannend, dass er da jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, so ein bisschen popkulturelles Wissen einfach so voraussetzt. Aber ich meine, wir sind im Jahr 2015. Ja. Da war Breaking Bad der Shit. Da kannte das natürlich jeder. Stimmt. Stimmt, absolut, ja. War wahrscheinlich, also da hat bestimmt, kann ich mir vorstellen, der Torge hat wahrscheinlich, bevor er diesen Film aufgenommen hat, einfach die Serie durchgesuchtet und dachte sich dann, boah, in meinem Film, da könnte ich jetzt so ein paar Anspielungen reinballern. Und dann hat er das gemacht. Ein paar. Ein paar, dezent. Am Rande. Einige. Ja, richtig. genau, meine nächste Notiz ist tatsächlich schlicht und ergreifend, da sind ja wirklich gefühlt alle älteren YouTuber dabei, was wir ja eben schon besprochen haben. Ja, an jeder Ecke, an jedem Sitzplatz gefühlt, denn der Leo, der fährt jetzt in die Schule. Wir sehen seinen Weg dahin, wie er auch ganz viele Leute grüßt. Also er scheint beliebt zu sein, so in der Stadt. Die meisten grüßen ihn ganz nett. Die meisten? Alle. Die meisten. Alle. Und das Beste ist dann. Jeder, ja. Und das Beste ist dann einfach dieser Nachbar, der ihm diese Gartenabfälle von seiner Hecke einfach so entgegenschleudert. Und ich denke mir so: Okay, ist das deine normale Art, Leute zu begrüßen? Weird, but okay. Nee, im Normalfall habe ich vor allem auch nicht gerade so Heckenabfälle da, die ich auf meine Gäste werfen kann. Ach so, nicht. Okay. Muss ich mir mal angewöhnen, ja. Also ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es ist ein Fehlstand, Missstand, den ich ausgleichen muss. Definitiv. Also das lassen wir gerade noch mal so durchgehen, aber. Ja. Puh, ja, Glück gehabt. Ja, das stimmt schon. Also, am Anfang, wir bekommen ja Leo wirklich so als Vorzeigebübchen, kann man schon so wirklich sagen, präsentiert. Ich hatte so ein bisschen creepy Truman-Vibes bei ihm, weißt du, so nach dem Prinzip, okay, er ist eigentlich ein Schauspieler in der fiktiven Welt und alle so, hallo, Leo, hallo. Und ich habe mir gedacht, okay, aber es ist einfach super kitschig, happy day, halalala, ich fahre mit meinem, er hat so, glaube ich, so ein rosa Mädchenfahrrad oder was, ich weiß es gar nicht. Genau, ein rosa Mädchenfahrrad hat er. Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht mit dem Humor groß von Fresh Torge vertraut, aber er hat ja schon so eine Affinität zum Weiblichen hin. Also er hat ja auch sehr viele Perücken scheinbar und die kommen ja auch im Film zum Einsatz, würde ich mal sagen. Richtig, weil er sehr viele oder zumindest mehrere, sagen wir mal mehrere Charaktere selber spielt, die halt auch weiblich sind. Wie der Iffy vorhin schon gesagt hat, die zwei alte Damen-Humor
was er da aufnimmt. Wir haben auch eine seiner Rollen im Film gesehen, in der Cafeteria, als sie am Essen waren. Sahen wir Torge mit einer Perücke an dem Tisch sitzen mit den Mädels da, die da die ganze Zeit so, wie soll ich das denn freundlich ausdrücken, so sympathisch am Tisch gesprochen haben. Da saß der ja mit dabei und hat so mit seiner Rolle da auf seinem Handy rumgetippt und die ganze Zeit gesagt, ja, und sowas halt. Also nicht viel gesagt, aber das war einer seiner weiblichen Rollen, die er auf seinem YouTube-Kanal halt spielt. So. Du meinst die Schulbitches? Genau, die Schuhe. Ja, gut. Die meine ich, richtig. Und da saß er halt mit dabei als einer seiner Rollen. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt, die Rolle, aber das hat er auf jeden Fall sich nicht nehmen lassen, das noch mit einzubauen. Ja, er wird tatsächlich mit 4 Rollen gelistet. Also einmal Leo, dann Ronny. Ich glaube, das war dieser Polizist. Genau. Also Polizist in Anführungszeichen. Lexa und Sandra. Ich glaube, das ist eine seiner bekanntesten Figuren. Ja, ich glaube, es war sogar Sandra. Ich glaube, Sandra ist die am Tisch saß, ja. Genau. Ja, richtig. Ja. Okay. Das war die mit am Tisch saß. Gut, dann, genau, dann habe ich ja nichts verpasst, dass ich es nicht kannte vorher. Nee, auf keinen Fall. Nee, gar nicht. Es war Lexa. Wir haben uns geirrt. Es war genau 50-50, das andere. Na gut. Verdammt. Verdammt. Nah dran gewesen. Genau, der fährt auf jeden Fall zur Schule. Und was ich super funny fand, da war vor der Schule, standen so 3 im Anzug Leute rum und die haben einfach sein Fahrrad entgegengenommen, so wie bei einem Hotel beim Einparken, wenn die dein Auto dir entgegennehmen. Und das machen die später, wenn der geht, bringen sie ihm das auch wieder, die 3 Schritte bis zu ihm hin. Da musste ich ein bisschen drüber lachen. Schon ein ziemlich dummer Joke. Ja. Unterricht sehen wir dann direkt, ne? Ja, in Schule. Wir werden direkt in den Unterricht vom Bösen aus GZSZ geworfen, der richtig was über Bienchen und Blümchen erzählen darf. Ifos, hast du was gelernt aus der Unterrichtsstunde? Penis. Wichtig. Der hat einfach einen Sodomiewitz gemacht. Und ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Sodomiewitz lustig finden sollte. Der war schon ein bisschen drüber, glaube ich, der Witz. So ein bisschen? Ja, ein bisschen arg. Vor allem, weil der dann so verträumt, so, ja, und mit genau. Schafen. Und ach, mit egal, Schafen. Zum Unterricht. What? ja, ist auch meine Notiz. Sodomiewitz. Aha, Männer und Schaf. Also, I don't know, das war, glaube ich, ein kleines bisschen drüber so. Dass er das auch mitgemacht hat, überraschend. Ich kenne den Schauspieler jetzt nicht besonders gut, aber hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, dass er so ein, ich sag mal, schwarze Humorwitz mitmacht. Aber hat er gemacht. Der Scheck hat gestimmt, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Ich denke auch, für Geld. Für Geld, sage ich mal, verträumt und Schafe. Ja. Also ob's genug Geld war, um diesen Witz zu rechtfertigen, ist wieder ein anderes Thema, aber... Das weiß ich nicht. Ich fand tatsächlich viel schlimmer, und das ist auch wieder so eine Sache, die sich den ganzen Film zieht, der Bahnhofswitz, den er dort bringt. Also wir bekommen ja hier anschaulich dargestellt, wie könnte denn Intimverkehr zwischen 2 Liebenden so verlaufen. Und er zeigt dann eben, stell dir vor, die Frau ist ein Bahnhof und der Mann ist ein Zug. Ja, und das dauert, ich glaube, 2 Minuten geht dieser Witz. Ja, es war so lange. Ja, unangenehm. Es war so lange. Und es wird auch immer bescheuerter, dieser Witz. Also, Der wird auf Dauer nicht besser. Richtig. Die Schüler spielen währenddessen das altbekannte Penis-Game. Kennt er, ne? Kennt jeder, glaube ich. Nee. Kennt jeder. Nee. Was? Nee, ich habe das nicht verstanden. Was bedeutet das? Nee, das fand ich witzig. Das haben wir nicht im Unterricht früher gemacht, sondern immer nur auf dem Pausenhof. Im Unterricht haben wir uns das nicht getraut. Ja, ja, das haben wir... Gut, das hängt wahrscheinlich von der Schule ab. Also auf meiner Schule haben wir das tatsächlich gemacht. Wir haben auch gleichzeitig irgendwie in der letzten Reihe den Sandwich-Toaster ausgepackt und haben da Essen gemacht und keine Ahnung was. Und währenddessen immer Penis! Sehr nice. Den Lehrern war das scheißegal. Die haben sich immer Sandwiches mitbestellt und einer hat sogar auch mal am lautesten Penis gerufen. Da waren alle ruhig, da hab ich mich totgelacht. Okay, gute Schule, gute Lehrer. Gute Schule. Sehr nice. Ja, also das altbekannte Penis-Game. Ja. Ja.
Und wer das auch sehr laut schreit, das war nicht der Lehrer in diesem Fall, sondern Leo. Denn er brüllte es im Prinzip komplett heraus und alle drehen sich um. In dem Moment, wo übrigens auch gerade der Schulleiter den Raum betrat, unglücklicherweise, und er findet das nicht so lustig, da sagt er dann direkt, in mein Büro hinein mit dir. Ja, und da sehen wir ihn auch dann gleich wieder mit seinen Eltern, Herr und Frau Weiß. Ja, das klassische Elterngespräch, wer kennt es nicht? Ich. Ja, achso, warst du immer brav. Damit kenne ich mich aus. Das ist dein Thema. Nee, Elterngespräch hatte ich nie. Was ich mal hatte, meine Mama musste mal zur Direktorin tatsächlich gehen, aber ohne mich. Das war so dumm. Ich habe halt sehr gerne Animes geguckt, als ich so in meiner Mittelschulzeit war. Und Naruto war so halt einer mit meiner ersten Animes. Habe ich geguckt und geliebt, mag ich auch immer noch sehr gerne. Und da gibt's halt so einen Charakter, den Hidan, falls der da sagt. Und er ist ja ein bisschen brutal und ein bisschen drüber. Und ich hatte im Ethikunterricht an die Seite meines Blattes ein Zitat von ihm geschrieben, weil ich nicht wusste, dass der Lehrer am Ende diesen blöden Zettel einsammelt. Und ich hatte keine Zeit, mir das Zitat wegzuradieren. Und wenn man sich nicht auskennt damit und nicht weiß, woher das herkommt, das war halt wirklich irgendein krasses Zitat von ihm, ne? Kann man das schon mal falsch verstehen? Und da hat tatsächlich die Direktorin meine Mama zu sich gerufen, um das halt abzuklären, ob da irgendwie bedenkliche Sachen bestehen. Aber meine Mama hat gesagt, ey, das ist dieser Anime. Nee, Anime hat es natürlich nicht gesagt. Das ist dieses Gezeichnete da, was sie immer anguckt. Das ist nicht schlimm. Und dann war auch wieder alles gut. Aber ich dachte mir auch so, damn, unangenehme Situation gewesen. Ja. Ja, aber sonst Elterngespräch so, nö, hatte ich nie. Ja, ich war auch immer, glaube ich, zu brav. Ich hatte nur mal ein Elterngespräch, weil ich zu faul war. Oh, das hat mein Mathelehrer zum Gespräch geladen. So, ja, wenn Sie Ihren Sohn da irgendwie durchprügeln wollen, ich versuch's, aber der will einfach nichts machen. Der will nicht verstehen. Ja, Iffi, womit hast du denn Erfahrungen? Kennst du sie auch? Ach, mit allem. Wir haben nur Scheiße gebaut. Wir waren ständig Gespenst. Haben nur eine große Fresse gehabt. Allesamt. Also ganze letzte Reihe im Prinzip. Alle völlig verdorben. Siehst du diesen Pöbler da sitzen? Also meine Mutter war wirklich, also oft da. Man kannte sich. Die hat ja gewohnt eigentlich. So. Musste ja. Denn nur immer antanzen. Weil ich ja auch, ich war ja nie ein guter Schüler auch. Also ich habe mich ja wohl nie angestrengt, von daher. Ich bin ein Rebell einfach. Rebell durch und durch. Ja, jetzt ja, nicht mehr. Ich bin ruhiger geworden in meinem hohen Alter. Das stimmt. die nächste Notiz in meinen Notizes ist extrem wichtig, denn das ist ein Caps Lock geschriebenes Wilhelmsschrei. Also, ja. Ich weiß nicht, ob du die Tradition kennst. Schnapszeit. Immer wenn es in einem Trash-Film einen Wilhelmsschrei gibt, trinken wir einen Schnaps. Ulala. Also, wenn wir zusammen gucken, natürlich direkt, wenn wir es noch nicht zusammen geguckt haben, kam ja auch schon vor, dann einzeln oder halt zur Aufnahme. Also, wenn du möchtest, kannst du dich anschließen, musst du aber natürlich nicht. Da muss ich gerade mal gucken. Wartet Guck mal. Guck doch gerne mal. Ich hab da was. Okay, sehr gut. Ha. Siehst du, dann nutze ich die Gelegenheit und renne Utlei mal weg. Oh, ja genau. Lass mich ruhig allein in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob er gestoppt hat. Wahrscheinlich nicht. Dann erzähl ich jetzt einfach irgendwas. Du kannst es tun. Ja. Dann erzähl ich einfach irgendwas. Genau, also wir trinken hier immer bei Grillfest das Schnäpsele, wenn ein Wilhelmsschreiben kommt. Und ja. Da kommt er auch schon wieder. So. Da hat der Iffi sich direkt weggeschlichen. Einfach. Was? Als du gegangen bist gerade. Ja, frech, oder? Ja, ist richtig frech einfach. Was hast du denn Schönes gefunden? Ja, ich habe tatsächlich mal die Gunst der Stunde genutzt. Ich habe nämlich, ich bin einer von den chronischen Alkoholsammlern, weil ich selten zum Trinken komme. Ich habe aber noch vom letztjährigen Hardline-Festival, Grüße an Flo und die Jungs, einen wunderbaren Blutwurz Red nennt er sich. Das ist so der Festival-Likör, den die haben. Blutwurz. Den habe ich tatsächlich bisher noch nie angeräumt, aber jetzt ist Zeit. Also, liebe Leute da draußen, holt euch was Leckeres aus dem Schrank und wenn wir gleich wieder vollständig sind, dann auf den Wilhelmsschrei. Das heißt, das macht ihr jedes Mal. Yep. Boah, ihr wenn habt ein Wilhelmsschrei auch kommt, dann wird ein Schnaps getrunken. Das klingt jetzt ein bisschen, als wären wir Alkoholiker. Nein, ihr habt schon Kampflebern, oder?
Also, boah. Also der If auf jeden Fall, das möchte ich nicht bestreiten, ich nicht ganz so sehr. Aber es ist tatsächlich gar nicht so oft, wie man jetzt denken würde. Also der wird leider gar nicht so, also was heißt leider? Ich will jetzt auch nicht bei jedem Film drei Schnaps trinken oder so. aber der wird gar nicht so oft verwendet, zumindest in den Filmen, die wir bisher geguckt haben, wie wir es erwartet hatten. Weil das war ja der Joke dahinter. Ja, wobei ich... Dass wir also sagen, ja... Wenn ich mal so durchgucke, ich glaube, ihr habt tatsächlich dafür fast zu viele neuere, in Anführungszeichen, Filme. Weil ich habe ich hab immer mal so eine Phase, da gucke ich mir so ganz viele 60er, 70er Schrottschinken an. Und da ist das Ding wirklich in fast jedem Film 3-4 Mal zum Teil drin. Boah. Das wäre auf jeden Fall, wie nennt man das? Das ist dann Kampftrinken. Das ist Kampftrinken dann, ja. Letztens gab es sogar mal eine ganz witzige Situation, da hatte ich mit meinem Freund zusammen so einen, kennst du diese Waffeln, diese Haselnusswaffeln? Vielleicht meinst, schon mal gehört? Du meinst die mit Eierlikör? Nee. Nee, einfach nur ganz normale Waffeln. Ach so. Haselnusscreme dazwischen. Einfach nur das. Davon gibt's einen Schnaps. Haben wir im Supermarkt entdeckt, mein Freund und ich. Und da haben wir gesagt, komm, den müssen wir kosten. Und den hatte ich da. Und dann war der Iffi zum Grillfest da. Und da hat er so rübergeschielt schon die ganze Zeit. Und da hat er einfach irgendwann sein Handy genommen, YouTube geöffnet und hat den Wilhelmsschrei abgespielt. Da mussten wir natürlich einen trinken. Ist ja klar. Ich hab mir das ja auch alles nicht ausgesucht. Nee, eben, also, was kann man denn machen? So, also, dann, ich weiß gar nicht, wie und warum wir überhaupt damit angefangen haben. Das weiß ich auch nicht mehr, aber es ist schon ganz witzig. Aber wollen wir mal so? Aber ich kann bestätigen, dass wir tatsächlich nicht so viel trinken dürfen, wie wir gerne würden. Ja, es kommt nicht ganz so. Dann Prost, Finger weg vom Alkohol, Freunde. Cheers, cheers. Ja. Alles cheers. Gute. Auch beruflich. Oh, der schmeckt aber auch lecker. Delikat. Also ich habe übrigens Jägermeister. Ja, ich habe so ein, das ist ein Kräuterlikör mit Kirschen. Ah. Der ist auch sehr geil. Und Iffi, du hast es Whisky? Ich habe einen Statesman Scotch Whisky. Ah, wow, sehr cool. Ein Statesman. Ja, der edle Herr wieder. Ulala. Ja, ich habe das Wort, das ist das Einzige, was noch hier ist an Schnaps. Ja, der Rest ist schon in der neuen Wohnung. Ach so. Das heißt, den guten Shit hast du schon umgezogen und jetzt ist nur noch so Reste-Rampe in der Kiste. Ja, tatsächlich ist es hier so eine Viererbox mit so... Mit so Whiskyflaschen. Die habe ich einfach. Die ist seit Jahren liegt die in meinem Regal. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ach so. Und ja, jetzt war die Gelegenheit. Perfekt, endlich angebrochen. Huah. Genau. Der Wilhelmsschrei ist übrigens. Wofür war der denn gleich nochmal? Das war doch in dem. Noch bei dem Elterngespräch, oder? Ja, weil der einer aus dem Fenster springt, fällt. Okay, ja, ich glaube, der Direktor sagt, hier fällt niemand. Hinten runter oder fällt niemand runter oder so und dann fällt jemand, den runter. Stimmt, ja. Genau. Der offensichtliche Gag wurde gemacht. Der mal lag wieder. Da, sehr eindeutig. Ja. Der Film ist sehr gut darin, sehr, sehr offensichtliche Gags anzunehmen und aufzunehmen. Mhm. Und die danach nochmal zu erklären. Genau, richtig, wir zeigen die nochmal ganz genau und wir erklären die auch nochmal. Ja, das ist die eine Schiene Humor von dem Film. Wir können ja gleich mal ein bisschen genauer über diesen Humor reden, weil ich habe mich da echt stark dran gestoßen. Aber das zweite war, und das fand ich ein bisschen unverschämt, und da bin ich auch wirklich sauer, weil diese Szenen, die immer, diese Bilder, die da machen, die waren ja voll mit Witzen. Also da waren immer, ich glaube, neben dem Rektor während dem Elterngespräch war irgendwie so ein Typ, der hat den porträtiert und keine Ahnung. Und hinten fällt einer runter und hinten läuft eine Ziege vorbei, ich habe keine Ahnung. Das sind doch so diese klassischen Gags, die du so bei, was weiß ich, früher Hotshots, Police Academy, irgendwie so Parodien halt einfach hattest, wo die all möglichen Scheiß reingeklatscht haben. Scary Movie, hast du nicht gesehen? Und jetzt haben sie hier versucht, so eine eigene Parodie zu machen, aber mit Witzen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, so 18. Jahrhundert habe ich mir aufgeschrieben. Das sind wirklich Witze. Da drehen sich die Altherren in ihrem Grab um und sagen, oh nee, das ist nicht lustig. Also das sind teilweise die flachesten der flachsten Witze. Also wirklich Füße hoch, weil... Ja, bestes Beispiel, was ich mir noch gemerkt habe, ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber mir gemerkt, jetzt mal doch mal nicht den Teufel an die Wand. Schnitt auf Phil Laudes Charakter, der einen Teufel an die Wand gemalt hat. Ja, okay, danke Film. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Vielen lieben Dank.
Aber gut. Es wird halt immer der offensichtlichste Gag, der da liegt, wird gemacht. Richtig. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass mal eine Sekunde auch über diesen Humor nachgedacht wurde. Es wurde einfach gemacht. Ja. Ja, es wurde einfach gemacht. Nicht, dass das bei uns nicht auch so wäre, wenn wir Grillfest haben und ein Film uns vielleicht ein bisschen langweilt. Das kommt mal vor. Je nachdem, das, was ja, da, der Unterschied ist aber, wir haben von Natur aus einen absolut exquisiten Humor. Absolut. Also untoppbar. Warum gibt es noch keinen Film von uns? Wie? Weil ich keine Dialoge schreiben kann. Das ist richtig, weil du keine Dialoge schreiben kannst. Das liegt nur daran. Genau, zurück zum Film. Der Leo, der wird jetzt der Schule, nein, eigentlich nicht verbannt, sondern die Mutter sagt, nee, also wie sie hier mit meinem Sohn umgehen, das geht auf gar keinen Fall, den nehme ich jetzt von der Schule. Ja. Und der Direktor hat da noch vor sich irgendwie so eine Mappe liegen, wo irgendwas drauf stand mit rausgeekelt oder sowas. Irgendwie sowas ähnliches stand da. Ja. Wo er dann gesagt hat, check, geschafft. Ja, so 10 ja, Versuche, Leo loszuwerden. Genau, weil er ist übrigens auf einer Elite-Schule aktuell noch, das sagt er später, dass er auf einer Elite-Schule war. Und scheinbar wollte der Direktor den da nicht haben, obwohl er eigentlich ein sehr beliebter Mensch in der Stadt ist, in der Schule wohl nur so mittel, weil schlechter Schüler, hat ja auch eine 6 geschrieben im Bio-Unterricht. Als einziger. Das wir davor gesehen haben, genau. Genau, und seine Eltern gehen dann halt mit ihm raus und dann musste ich ein bisschen drüber lachen, weil plötzlich geht eine random Feier ab, weil alle bereits wissen, dass er die Schule wechselt und jetzt geht und die freuen sich darüber. Und da kommen so die Cheerleader mit ihren komischen Puscheln da, das hat Fachbegriff, die Dinger, was ich immer vergesse. Pompoms. Pompoms oder so, genau. Und feiern da einfach kurze, fette Party, dass der Leo jetzt geht. Und in dem Moment wird ihm übrigens sein Fahrrad von diesen, wie nennt man die Leute eigentlich, die dein Auto wegfahren? Die haben da auch einen Namen. Och, ich weiß nicht. Ich hilf mir. Ich kenne nur den englischen Begriff Valet. Das, ja, dann nehmen wir das. Valet? Ja. Valet, das kann man ja jetzt einfach übersetzen, ne? Ja, möglicherweise. Was macht denn meine Maus hier gerade? Es gibt bestimmt ein sehr, sehr langes, sehr deutsches Wort dafür. Gibt es in Deutschland überhaupt nicht? Mir ist das noch nie passiert, dass jemand wirklich an einem Hotel, also an einem Bahnhof oder so, ist es mir schon mal passiert, dass Leute gesagt haben, ey, gib mir mal dein Auto. Und er so, nee, aber ich pack selbst ein. Aber an einem Hotel ist mir das noch nie passiert. Dafür sind wir nicht reich genug. Okay, das Ding heißt einfach Wagenmeister. Der wow. Wagenmeister. Der Wagenmeister. Klar. Das erinnert mich daran, abschweifender Podcast. Ich war letztens mit meinem Freund in einer Mine. Wir haben uns so eine alte Mine angeguckt. So eine Bergarbeitermine. Eine Mine. War super spannend tatsächlich. In die Mine, genau. Da waren wir drin. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie Bauarbeiter, warum sage ich Bauarbeiter? Bergarbeiter natürlich, wie die aufs Klo gegangen sind, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber die hatten halt einfach so eine Wand, so eine Holzwand, wo du um die Ecke gehen konntest. Und da stand halt ein Kübel. Und da haben die drauf gekübelt. Deswegen hieß das Ding auch Kübelstation. Und es gab einfach einen Kübelmeister. Der hat den ganzen Tag sich damit beschäftigt, die volle Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes, nach oben zu bringen und Leere wieder runterzuschaffen. Und das fand ich relativ lustig und spannend, dass es einfach einen Kübelmeister gab. Der geilste Berufsbezeichnung. Ja, der Kübelmeister. Boah. Also wir haben jetzt wieder Traumberufe für jede Jobbörse gefunden. Wir haben den Notrufbeantworter, wir haben den Wagenmeister und den Kübelmeister. Dass es nicht wirklich Kübelstationsmeister genannt haben, wundert mich ja. Mich eigentlich auch, aber Kübelmeister finde ich schon geil irgendwie. Das klingt eher wie so ein unrühmlicher Titel, den man sich auf der letzten Kirmes oder was verdient hat und man weiß nichts davon, wie man diesen Titel bekommen hat, aber man hat ihn einfach. Ja. So wie der Stiffmeister oder so, bist halt der Kübelmeister. So Kübelmeister, hat einfach auch übertrieben viel getrunken und deswegen Kübelmeister. Oder übertrieben viel gekotzt. Heißt ja auch Kübel, ne? Glaube ich. Munkelt man. Ja, munkelt man. Also entweder das oder das andere. genau. Iffi, willst du noch was zum Kübeln sagen? Nee. Da habe ich keinerlei Erfahrung. Keinerlei Erfahrung, gut. Ja. Aber mein erster Gedanke, als du die Frage in den Raum gestellt hast, du hast es, glaube ich, getwittert oder so. Das habe ich getwittert, richtig. Ein Eimer halt.
alten Eimer halt. Ich habe da noch nie drüber Basically nachgedacht. Ist es ja genau das. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe gedacht, die gehen halt hoch, aber das ist ja Arbeitszeit gewesen, ne? Der hat es erklärt, die mussten ja auch diese sehr vielen Meter nach unten in die Mine kommen. Es gab ja auch nicht nur gerade Strecken, sondern auch welche, wo du dich runterlassen musstest. Ja. Und das hat er erzählt, war natürlich unbezahlte Zeit, ne? Und deswegen haben sie sich da zu Schichtanfang, beziehungsweise zu Schichtende, war ja selber derselbe Moment, haben da sich super viele Leute versucht, so schnell wie möglich da wieder hochzukommen und die anderen, die mit der Schicht angefangen haben, so schnell wie möglich wieder runter. Also da gab es schon einige blaue Augen, weil die sich dabei teilweise halt auch verprügelt haben, dass sie so schnell wie möglich entweder von Arbeit wegkommen oder auf Arbeit kommen, weil der Weg dahin war halt nicht bezahlt. War schon krass. Es war übrigens eine Mine in Johanngeorgenstadt, wenn da mal jemand in der Nähe ist. Die Mine heißt Glökel und war relativ spannend. Also es war sehr geschichtlich auch, weil dort wurde Uran abgebaut. Glökel, ja. Denn dort wurde Uran abgebaut, was, wie wir alle wissen, nicht so geil ist bezüglich Atombomben und so. Mhm. Weil genau dafür sollten sie es halt abbauen. Das heißt, du warst da im Prinzip... Ja, schon irgendwie ein Sklave, der zwar bezahlt wurde, also irgendwie auch kein Sklave, aber so wie die behandelt wurden halt schon. Sind auch ganz viele Leute verschwunden, wo bis heute nicht klar ist, wo die hin sind, die Bergbauleute, wo wahrscheinlich einfach nur gedacht wird, die haben wahrscheinlich nicht gespurt und da haben die so jetzt halt, ne? Die bauen immer noch Uran ab, aber jetzt halt im Ural. Richtig. Ja, aber krasses Thema. Wenn da mal jemand in der Nähe ist, guckt euch das gerne an. Sehr spannend. Abschweifen der Podcast. Ja. Ich stelle mir gerade zwei Fragen dazu. Erstens, war der Originalkübel noch da? Und zweitens, gab es eine Mitmachstation, in der ihr ihn austesten konntet? Ich würde behaupten, nein und nein. Hoffe ich. Schade. Ich kann dir ja mal eben in den Königskorridor, das ist hier in diesem Discord ganz oben der Channel, kann ich dir ja mal eben ein Bild reinposten, da kannst du die Kübelstation sehen. Wunderprächtig. Das mache ich mal eben. Erzähl gern schon mal weiter, weil ich muss das kurz suchen. Ja. Ich bin für sowas zu haben. Also von daher, abschweifen ist bei mir genau richtig. Aber ich kann ja ein bisschen mit Infos in der Zeit quatschen, weil wir bekommen jetzt ja quasi einen Szenenwechsel, wo wir jetzt ja quasi an der bösen Schule landen, mit den bösen Schülern und den bösen Lehrern und alles ist jetzt böse. Also eine normale, eine durchschnittliche Mittelschule. Ja, ist ja so, ist ja sogar an der realen Realschule in Wesselburen gedreht worden, an der Fresh Torge seinen Abschluss gemacht hat. Fun Fact. Der hat einen Abschluss. Wirklich? Der hat einen Abschluss. Ich hätte mich jetzt eher gefragt, ach wirklich, an der Schule? Und Iffi so, der hat einen Abschluss? Die wichtigen Fragen werden gestellt. Ja. Übrigens, du hast aber leider einen Wilhelmsschrei vergessen. Again. What? Ach, sorry, als die Eltern mit ihm reden und die Mutter so Dinge sagt wie, ja, wir haben dir doch extra schon Delfintherapie und Walfang an Japans Küste und Elefantenjagd geschenkt, damit du normal wirst. Und dann gibt's noch mal einen Wilhelmsschrei. Meine Notiz dazu ist, Wilhelmsschrei again. Caps Lock. Ich dachte, der wäre später gewesen. Nee. Schwer atmend greift sie zum Jägermeister. Es ist eine Regel, ich habe die nicht geschrieben. Niemand hat die geschrieben. Es stand geschrieben im Stein. Es stand geschrieben. Deswegen musste ich dich gerade kurz unterbrechen, weil du schon in der Schule warst. Aber ich bin schon vorbereitet, also. Ich bin jetzt ja tatsächlich out of stuff, aber ich mache hier fleißig Striche. Das ist okay. Ich schreibe auf meinem eigenen Zettel an, quasi. Also. Das ist absolut in Ordnung. Wir wollen unser Gesaufe niemandem aufzwingen. Eben. Nein. Das muss niemand. Ja, zu Hause könnt ihr doch einfach Apfelsaft trinken oder so. Gönnt euch. Bei sowas muss ich vorgewarnt werden. Dann hole ich da meine Flasche Korn oder was ran. Das ist kein Problem. Weißt du Bescheid jetzt? Also vor allem, du wirst jetzt immer dran denken müssen, auf ewig. Wenn du Wilhelmsschrei hörst, musst du jetzt dran denken und wirst es vielleicht auch machen, weil du dir denkst, die Regel ist geschrieben. Schade. Ich weiß, was hier passiert. Das ist echt clever. Ja. Da werden so Trinkspielchen so eingeschleust. Finde ich gut. Wilhelmsschrei. Das ist aber auch wirklich eine Regel, die kann tatsächlich jeden treffen. Also, auf jeden Fall. Und wie gesagt, absolut. Man kann nichts dagegen tun. Es ist halt einfach so. Aber es, Prost. Ja. Prost. Prost. Aber es passt ja auch. Ich meine, der Wilhelmsschrei, ist der nicht angeblich irgendwie auch schon irgendwie 200 Jahre alt? Ich habe keine Ahnung. Aber
das passt ja wieder mal zum Humor dieses Films, weil es ist ein 2015er der YouTube-Film, wo ich mir gedacht habe, come on, ihr macht YouTube-Humor. Man kennt den, man weiß, was Ape Crime gemacht hat, man weiß, was Torge gemacht hat, man weiß, was Iblali gemacht hat, bla bla bla. Und dann machen die hier einen Film, der wirklich sich in diese Filmografie von Otto Waalkes Filmen in den 70er, 80ern hätte einreihen können, ohne Probleme. Und da denke ich mir so, Digga, das ist richtig rückwärtsgewandt. Was macht ihr denn da bitte? Also da ist der Wilhelm Schrei doch das Neumodischste. In der Zeit hätte der wahrscheinlich auch deutlich besser funktioniert. Ja. Das stimmt. Erste Mal Wilhelmsschrei übrigens, also vermutlich steht hier, 1951 in die Teufelsbrigade. Ja. Ja, also heißt irgendwie 50er hätte ich gewusst, aber wann genau hätte ich jetzt nicht. Irgendein Western. Wisst ihr auch, warum der so heißt? Jetzt kommt's. Weil der Charakter so hieß. Ja, fast. Benannt ist der Schrei nach der Nebenfigur aus dem Film Der brennende Pfeil. Kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber er hieß Wilhelm. Der hieß Wilhelm. War ein Nebencharakter und der hieß Wilhelm. Und seitdem Gönnung. Seitdem Gönnung. Gönnung seit 1951. Das ist ein guter Spruch für ein T-Shirt. Das ist ein guter Spruch für eine eigene Grillfest-Sonderedition von Jägermeister oder sowas. Oh ja. Höre ich da Sonderedition? Habe ich da Sponsoring gehört? Maybe. Ey, Jägermeister, wir haben euren Namen jetzt ganz oft gesagt. Lass mal bitte was machen. So wie beim Candyman, du musst es dreimal sagen, dann hast du einen Vertrag auf dem Tisch. Genau, der ist automatisch auf dem Tisch dann. Ja. Richtig, ja, das wollte ich auf jeden Fall noch andeuten. Und jetzt können wir gerne wieder zur Schule gehen, die komplett abgeranzt ist. Ja. Komplett. Und zwar. Ich will nicht wieder zur Schule gehen. Du musst jetzt zur Schule gehen. Es war schlimm genug. Ja. Auch Mutti hier. Noch 5 Minuten. genau, da kommt übrigens auch direkt der Martin vor, Arjebeja. Denn der ist Lehrer. Ja. Super cringer Lehrer. Herr Donau. Es war ultra. Ja, es war extrem unangenehm. Ja. Also wirklich. Es ist ja diese Szene, es gibt ja nichts Unangenehmeres, als wenn du einer ganzen Klasse von Assis in Anführungszeichen vorgestellt wirst und du weißt genau, okay, fuck, die Fadenkreuze sind schon gesetzt, die wissen genau, wo müssen sie jetzt hinziehen. Und Martin Schneider macht halt den Martin. So, und ich meine, der Mann, der könnte eine ganze Wassermelone verschlucken ohne Mühe. Das ist sein Talent einfach. Ja. Und das kombiniert. Ich fand den auch gut, als ich den gesehen habe. Was? Ich fand den auch gut, als ich den da gesehen habe. Weil auch da wusste ich nicht mehr, dass der mitspielt. Ich war so komplett überrascht. Ich war nur überrascht, wie klein er ist, weil als dann auf einmal Torge neben ihm steht, habe ich gedacht, hä? Wie groß ist der Typ denn bitte? Also, Martin Schneider wirkt ja wie so 1,70 neben dem. Habe ich gedacht, aha, aber so winzig ist er gar nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade das gruseligste Bild von Martin Schneider gesehen. Oh nein. Ich poste das hier mal eben. Hast du das, wo er so die Augen aufreißt und mit seinem Mund so die Kamera so, Ich glaube, dass wir vom selben sprechen. Es ist im Königskorridor drin. Alter. Albträume. Ja. Und ich muss tatsächlich dafür Martin Schneider, wir greifen jetzt ein bisschen voraus, weil es kommt ja später dann irgendwann die Zombie-Katastrophe. Und Martin Schneider war für mich der gruseligste von diesen Zombies, der da rumgelaufen ist. Definitiv. Meint ihr, der wurde als Kind gemobbt, weil er so einen großen Mund hat? Bestimmt. Safe. Der Arme. Ist übrigens auch schon 59 Jahre alt. Oh. Habe ich gerade mal erspäht. Alter Bub. Ja, gut. Oh, im Mai wird er 60 dieses Jahr. Ah. Ja, toll, so schnell geht das. Ja. Genau. Der sagt dann übrigens super unangenehm, ja, wir haben jetzt einen neuen Schüler und Party und lasst mal hier so richtig Krache für den Leo und kündigt den so richtig unangenehm an. Ja. Ich saß so da, nein, wie unangenehm ist diese Situation, wenn du ein neuer Schüler bist und dann wirst du so angepriesen. Alter, ich würde nicht mal den Raum betreten. Umdrehen, weggehen. Umdrehen, weg. Ich mache keine Schule mehr. Abbruch. Reicht. Direkt in die Mine. Richtig. Ich werde Kübelmeister. Kübelmeister ist ein guter Job. Kein Problem. Ich habe kurz Recherche betrieben. Mhm, bitte. Martin Schneider ist 1,86. Mhm. Und Torge ist 1,80. Hä?
Was? Ja. Wie geht? Wie? Wenn die nebeneinander stehen, da sieht Torge einfach gefühlt 3 Köpfe größer aus als der. Das stimmt. Betrug? Vielleicht stand er ja auf so Plateauschuhen. Betrug? Ja, das ist wie die Sache neulich mit Ben Affleck und Michael Clark Duncan. Wo Michael Clark Duncan auf Kisten gestellt werden musste, damit er größer aussieht als Ben Affleck, weil Affleck riesig ist. Ja. Stimmt, da haben wir schon drüber geredet. Das ist bestimmt das Gleiche. Ja, bei Daredevil. Bei Daredevil, ja richtig, da haben wir drüber geredet, dass der riesengroß ist, ja. Ja klar, ich meine, der genau. Kingpin muss ja ein bisschen bedrohlich sein. Ja. Das ganz funktioniert halt nicht, wenn der andere schon 3 Meter groß ist. Deswegen haben sie ja auch damals schon Claude Van Damme als Predator nicht besetzt, weil sie wollten jemand, der größer ist als Arnie. Schade. Ja. Ja, der Leo nimmt das so hin, setzt sich dann auch neben den alten Neuen sozusagen, ja. Der schon ganz schön malträtiert ist von Spuckekügelchen, die man gerne mal rumgespuckt hat in der Schule. Und er hat die so an einer Seite des Kopfes so komplett kleben. Unmenschlich. Andi hieß er, glaube ich. Ja. Ja, ich dachte mir auch so, also Mobbing, das Allerschlimmste, was es so gibt. Und vor allem Kinder können fucking grausam sein. Ja, und da dachte ich mir so, der arme Andi. Ja. Der ist nicht so leicht irgendwie. Ich musste da an eine, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Disneys große Pause? Oh ja, das habe ich so geliebt. Selbstverständlich. Das wurde hoch und runter geguckt. Und da gibt's ja auch dann den, wenn der, wie heißt der, Gus Griswold, als er dann an die Schule kommt, dann auch der Neue ist. Ich musste so hart an diese Folge denken, weil ich die auch erst kürzlich mal wieder geguckt habe. Und ich hab's gefühlt. Ich hab gedacht, okay, wir wissen langsam, Leo ist hier der Loser. Wir haben's gerafft, aber ich habe wirklich gewartet, wann kommt denn jetzt, also wir haben so diesen Comedy-Part bisher, der nicht funktioniert, mit einer in Anführungszeichen Identifikationsfigur, die nicht funktioniert, mit Schauspielern, die nicht funktioniert, außer Martin Schneider, der macht halt den Martin, aber, und ja. Ich glaube, den ersten Lehrer, den er doch an der neuen Schule trifft, ist doch Norbert Heisterkamp, ja. Also Dr. Püree. Der Arzt. Der ist doch aber auch Schulleiter, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Nee, der Schulleiter ist Charles Rettinghaus, aber dieser Dr. Piret ist so der Chemielehrer wahrscheinlich. Ah, der ist halt irgendwie auch Arzt. Und ich habe halt diese Notiz, warum ist der Schulleiter Arzt? Das habe ich irgendwie falsch verstanden. Da war ich wohl irgendwie los. Davor habe ich übrigens aber noch eine Notiz. Dima und Sascha Herzchen, Schüler im Sportunterricht, also die Außenseiter. Da habe ich mich halt gefreut, als ich die gesehen habe, genau. Ja, weil wir haben dann halt so eine Szene im Sportunterricht, wo direkt es mit einer ikonischen Szene eigentlich anfängt, die jeder aus dem Sportunterricht kennt. Vor allem als Frau, denn der Sportlehrer sagt, alle, die jetzt gerade Menstruationsbeschwerden haben, dort ist die Bank und alle Mädels stehen auf und setzen sich auf die Bank. Das ist kritisch, der Witz, weil es leider oft so war, dass Sportlehrer dir das halt nicht geglaubt haben. Die haben halt gedacht, du wolltest nur keinen Sport mitmachen. Mir war das egal, ich habe seit der 4. Klasse eine Vollsportbefreiung gehabt, weil mein Knie kaputt ist. Aber trotzdem, eigentlich ein kritischer Witz so ein bisschen, weil das glaube ich auch heutzutage noch teilweise so ist, dass einige Sportlehrer, vor allem männliche, das halt nicht ernst nehmen und dann halt sagen, ja, ist doch gar nichts, du kannst jetzt ruhig mal über den Bock hier springen, let's go. Ja, deswegen musste ich bei der Szene das ein bisschen kritisch sehen tatsächlich, obwohl es natürlich lustig und überspitzt gemeint war, ne, dass alle Mädels aufstehen und sich auf die Bank setzen. Sehr wahrscheinlich, wie man ja auch dann gesehen hat, um am Handy zu hängen und um zu telefonieren und so und nicht, weil sie halt wirklich ihre Regel hatten. Ja, aber genau darauf hat der Witz ja auch abgezielt, deswegen ist das schon in Ordnung. Aber so ein bisschen kritisch habe ich es trotzdem gesehen. Boah, kann ich auch verstehen, aber es gibt tatsächlich vielleicht der Grund dafür, warum es vielleicht auch nicht so schlimm aufgefallen ist. Ich habe nämlich ein Zitat vom Regisseur gefunden, der hat ja seinen Film verteidigt vor der Premiere und hat explizit ja gesagt, dass Kartoffelsalat kein Kritikerfilm sei, sondern in erster Linie an eine sehr junge Zielgruppe mit einem ganz speziellen Humor adressiert. Und in dem Moment habe ich, also nicht nur in dem Moment, schon den ganzen Film über, ich war am Anfang, bei mir ist die Alterspalette gestiegen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, 8-Jährige, vielleicht 10, mal gucken. Und bei dem Witz habe ich gedacht, okay, jetzt müssen sie schon mindestens bei den 13, 14-Jährigen sein, ja. Weil sonst raffst du das ja gar nicht. Richtig, richtig. Also sie haben sich ein bisschen gesteigert so mit ihren Jokes sozusagen. Ja,
Also alterstechnisch Alter. Zumindest. Genau, ja, altersmäßig, genau. Alterstechnisch, ein kleines bisschen zumindest. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Wie fandet ihr denn die Szene, als die über diese Matratze da irgendwas machen sollten und alles einfach nicht hingekriegt haben, außer Torge, da, also Leo dann natürlich. Wo, am lustigsten war der Kai, habt ihr das, nee, Andi hieß er, nicht Kai, habt ihr das gesehen, wie der einfach nur über diese Matratze gerollt ist? Ja. Zeitlich. Ja, da sehe ich mich. Ja, da, ich wollte gerade sagen, da sehe ich mich auch. Roll. Nee, und alle anderen sind halt einfach gestolpert, darüber was auch immer, also die haben das nicht, was auch immer, das ist ein schönes Wort, haben das nicht hingekriegt, das zu machen, was sie machen sollten. Und dann kommt Leos Moment. Leo legt einen 1A Flickflack hin und niemand sieht's, weil eine von den, wie hast du sie vorhin genannt, Schulbitches, ja. Die Perle oder Pearl oder wie die hieß? Ja. Perle. Grad gucken. Perle, richtig. Weil die hatte gerade einen Anruf von ihrem Lover dran und er hat ihren Heiratsantrag gemacht am Telefon. Und das haben alle gehört. Und, ja, oh mein Gott. Und sind alle hingerannt und haben gesagt, ah, oh, wie schön. Auch der Sportlehrer, da musste ich sehr drüber lachen. Weil der meinte so, ja, das ist Ehrgeiz. Ja. Und hat dann halt dann noch so Vorträge darüber erzählt. Und der Leo stand dann da halt, hat sich gedacht, ja, ich habe jetzt hier gerade meine krasseste sportliche Aktivität der Welt hingelegt. Und niemand hat's gesehen. Stimmt aber nicht ganz. Er sieht übrigens dann die Perle an, ne, und findet sie auch super hot. Denkt sich so, boah, wat ne geile Olle. Wat ein Gerät hier. Wat ein Gerät. Und dann kommen aber Phil Laudes Rolle, ist das Thorsten oder Torben? Thorsten. Das bin ich. Thorsten. Genau, als Thorsten und sein Bruder Torben kommen dann zu ihm. Nee, andersrum, oder? Die sind Freunde. Ja, sind keine Brüder. Also Thorsten und Torben und lustigerweise dieser, der den Torben spielt, dieser Florian Stimmt. Apellius heißt er, der gegen alles allergisch ist. Auch gegen Sex, aber er hatte mit jedem in der Schule Sex. Weil die das gut finden, die Mädels, weil er so eine komische allergische Reaktion hat, dass es sich scheinbar gut anfühlt. Ja, klar, wenn die richtigen Teile anschwellen, dann schwillt an, richtig. Genau. Okay, ja gut, dann sind es Freunde. Ja, stimmt, das hatte ich gerade im Kopf. Aber diesen Florian Apellius, ich habe wirklich gesucht, er ist der Einzige in den Hauptrollen, in Anführungszeichen, der kein YouTuber ist. Der ist tatsächlich ein ausgebildeter, richtiger Theaterschauspieler. Ach so. Hat auch in irgendwelchen Tatort, Soko, was weiß ich was, so öffentlich-rechtliche Sachen auch gespielt, aber auch in richtigen Filmen danach. Also er ist der einzige richtige Schauspieler an der Stelle. Okay, krass. Hätte man jetzt gar nicht so gedacht, ne? Der hat auch keine Wikipedia-Seite. Also keine deutsche Wikipedia-Seite. Nö. Er hatte aber eine sehr schöne, kunstvoll gestaltete Homepage. Ah, okay. Sehr gut. Ein Appell an alle da draußen. Schaut euch den Herr Apellius an. Schaut an bei Florian Apellius auf die Website. Ich hab's auch noch nicht gemacht. meine Notiz dazu ist übrigens noch, Sportszene in der Sporthalle ist viel zu unangenehm lang. Also irgendwie war die schon ab einer gewissen Zeit echt unangenehm, weil es irgendwie nicht aufgehört hat, die Szene. Du redest jetzt von der Szene oder vom Film? Auch. Ja, weil der Film besteht eigentlich nur aus Szenen, die sich unangenehm lang anfühlen. Du denkst so, oh, ist er jetzt stimmt, mal rum? Stimmt. Komm, eigentlich. Der Gag ist da schon lang tot geritten. Mach wieder weiter. Ich habe hier noch eine Notiz. Die heißt, da bin ich mir aber unsicher. Die heißt, nochmal ganz leise Wilhelmsschrei. Ich bin mir aber nicht sicher. Iffi, hast du noch einen dritten Wilhelmsschrei gehört? Der war ganz leise nur. Also ich bin ja so der Meinung, dass ja später einer noch kam. Weil den direkt danach, der ist ja an mir irgendwie vorbeigegangen. Aha. Also ich bin, denke. Der war das. Das müsste dann der gewesen sein. Der war aber nur ganz leise. Deswegen dachte ich so, war das jetzt ein Wilhelmsschrei? Aber der war ganz dann trink mal halt nur einen kleinen Schnaps. Okay, dann machen wir nur ein bisschen. Halben. Ich mache mir auch nur einen halben Strich. Bitte. So. So, das machen wir. Halber Strich. Ich will übrigens zum Geburtstag, habe ich mir schon gewünscht, so einen Einschenker haben für so Schnapsflaschen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, ohne zu kleckern, Schnaps einzuschenken. Ein Portionierer. Das stimmt. Das ist unangenehm. So, ich habe hier einen halben, so. Können wir machen. Ja, ich habe auch so was Ähnliches wie einen halben. Ah, also einen ganzen. Einen halben ganzen. Prost. So, aber um schon mal zu spoilern, das war der letzte. Puh, dann muss ich jetzt auch nicht mehr aufstehen und mir doch noch was nachholen, weil ich hatte schon Angst, dass ich noch mehr. Ich habe auf die tatsächlich gar nicht so viel geachtet, in dieser Kakophonie der nicht funktionierenden Witze, die da abfeuern.
Wollen wir jetzt mal zum ich nenne es mal in die zweite Hälfte des Films springen, die ja auf einmal eine komplett andere Tonalität vermeintlich an den Tag setzt. Genau. Und es beginnt ja mit dem, ja, ist auch wieder so ein Schulklischee, der Ball. Der Schulball. Weil, aber es ist ja auch kein deutsches Schulklischee, was ja noch weirder ist. Das hast du. Beim Abiball hast du das, aber da gehen in der Regel feste Pärchen hin oder einfach nur einzelne Typen zum Besaufen. Da ist das scheißegal, mit wem du tanzt. Ja. Da gibt es exakt, aber dass 4-5 Mal im Jahr getanzt wird, das kennt man also natürlich aus dem durchschnittlichen Ami-Film. Mhm. Aber das ist ja, das macht das ganze Thema ja noch ein bisschen weirder. Ein bisschen, ja. Also bei uns gab es das nicht so oft. Also ja, wir hatten mal, vielleicht einmal so, hieß aber nicht Schulball, das war so eine Kinderdisco halt, wie man das früher genannt hat. Das gab's mal von der Schule aus organisiert so, aber sonst, sowas gibt's bei uns halt nicht so. Snowball. Das gab's bei uns auch einmal, da ist niemand hingegangen. Saßen da nur die Lehrer dort und haben Bowle getrunken, wo kein Alkohol drin war. Soweit ich davon hörte, muss das wohl so gewesen sein. Wahrscheinlich, pass auf, die Lehrer, die saßen dort, ist ja für Kinder gewesen, deswegen war kein Alkohol in der Bowle. Dann haben die gesehen, dass niemand kommt und dann kam jemand so mit der Flasche so, na gut, und hat so diese Bowle aufgefüllt. Und das war auch der Grund, warum von uns niemand dort war. Wahrscheinlich, genau. Ich habe noch eine Notiz dazwischen vor dem Schulball. Und zwar, ich hab's nicht ganz mitgekriegt. Meine Notiz war Zombie-Ausbruch, weil Chemikalien, Fragezeichen, ein Zombie zu sehen 2 Tage vor Ausbruch. Nicht wegen Chemikalien, also schon wegen Chemikalien, aber es hat ja dann einen anderen Namen. Das kriegen wir später ja dann noch mit, warum das ausgebrochen ist. Ja. Weil da sehen wir schon den ersten Zombie, der dann da halt, wie gesagt, der ist irgendwie im Müll halt und frisst da irgendwas und fängt dann halt an, zombiemäßig rumzulaufen. Dann haben wir aber erstmal wieder einen Schnitt zu dem Schulball, genau, wo wir jetzt gerade sind. Gut, bei dem Typen hat man sich erstmal gar nichts gedacht, weil es war tatsächlich ein Müllmann. Richtig, das der, Müllmann, ja. Der halt mit voller Inbrunst seiner Arbeit nachgegangen ist. Er hat das Kompostieren gelebt. So will ich meine Arbeit auch machen. Oh, absolut. So will ich auch mal arbeiten. Mit dieser Inbrunst und Motivation. Das wär's doch mal. Ja, ich glaube, war nicht daran auch dann beteiligt, was dann später rauskommt, dieser Dr. Piré war doch schuld. In irgendeiner Weise, oder? Nee. Also der Doktor war der Dr. Piré war der. Achso, warte mal, meinst du jetzt Schulleiter oder den Arzt? Den Arzt. Den Arzt. Nee. Man sieht ihn ja dann nochmal irgendwie tüfteln. Ach nee, ich hab gerade vergessen, wie der Film endet. Okay, mir ist es gerade wieder eingefallen, richtig, wie der richtig, Film endet. Richtig, ich wollte gerade sagen, das verwechselst du, glaube ich. Ah. Wir haben wieder einen Breaking Bad Joke, einen sehr offensichtlichen, wenn man die Serie gesehen hat. Da sitzt ein alter Mann im Rollstuhl, der nicht sprechen kann, der sich nur mit Ja- und Nein-Fragen mit einer Klingel unterhält. Also wenn ihm jemand eine Frage stellt, ist Ja, glaube ich, einmal, ne? Und zweimal ist Nein. Genau. Klingeln, bimmeln. Genau, den hätte ich nicht gerafft, hätte ich Breaking Bad nicht gesehen. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie der Charakter in der Serie heißt. Ja, also in der Victor Salamanca. Ja. Perfekt, danke schön. Hier ist jemand vorbereitet. Richtig, der fand ich aber relativ witzig, weil, keine Ahnung. Finde ich, hat ausnahmsweise mal in den Film gepasst. So ein sehr offensichtlicher Serien, so eine sehr offensichtliche Serienanspielung. Das war auch der einzige Witz. Das war auch der einzige Witz, bei dem ich mal lachen musste. Vor allem in Kombination mit Bibi, die ja diesen Chantal-Abklatsch aus Fuck You Goethe gespielt hat. Und dann erklären die natürlich dann noch später dann auch im Verhör oder was, ja, einmal klingeln, ja, zweimal nein, stellen sie nur Ja und Nein Fragen. Und sie so, ja, wer ist denn jetzt der Verantwortliche? Und selbst dieser Typ so. Boah. Das war so unangenehm. Generell, auch bei Fuck You Goethe fand ich das schon nicht lustig, dieses übertriebene bitchig sein und püppi sein und was das alles ist. Und dann dachte ich mir auch so, nein, die haben den sehr übertriebenen, diese sehr übertriebene Sache wieder auch jetzt hier mit reingebracht. War ja, glaube ich, gespielt von, war es jetzt Dagi oder Bibi? Es war Bibi. Bibi war es, genau, ja. Ich verwechsel die beiden irgendwie immer. Passiert. Ja, genau. Und da war halt dieser Joke quasi von Breaking Bad. Ich habe dann übrigens noch geschrieben, ach so, der Schulleiter ist tatsächlich der Schularzt oder ist das gar nicht der Schulleiter XD? Also ich habe es immer noch nicht kapiert, dass er nicht der Schulleiter war. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das verpasst, dass der Schulleiter der andere Typ war. Weiß auch nie warum. Passiert. Sie haben es auch tatsächlich nie so richtig, ich meine, die Figuren sind denen ja auch scheißegal.
Das merkst du total. Ja, auch, diese Kartikartenbauer-Lehrerin ist denen egal, die ist einfach nur zum Pöbeln da und bringt dann so diese provokative Frage, wie war das, ertränkst du kleine Kätzchen, Leo? Und das war so die Schulaufnahmeprüfung, so, nein? Mhm. Okay, Glückwunsch, du bist aufgenommen. Perfekt. Habt ihr nach den Credits oder war es zwischen den Credits diese Aufnahmen noch gesehen, die Bloopers? Ja. Oder habt ihr da schon ausgeschalten? Okay, weil da wird das ja nochmal aufgegriffen, da sieht man Torge. Entschuldigung, da sieht man ja Torge, wie er gerade gefilmt wird und irgendjemand im Hintergrund sagt halt auch diesen Joke halt, also hast du Kätzchen ertränkt oder so und das wiederholt er dann nochmal und da dachte ich mir auch so, wow, also den Joke habt ihr gelebt, oder? Das war so der Lieblingsjoke gefühlt. Ja. So ein bisschen. Kätzchen ertränkt. Stand ja auch an der Tafel übrigens, ganz am Anfang bei Madin dahinter stand, ich darf keine Katzen ertränken oder Kätzchen. Ja, weil er halt, deswegen kommt er ja auch dort in die Klasse, weil der Martin ja Katzenbabys ertränkt. Richtig. Weil dieser Gag in 5 Minuten 15 Mal gemacht wird, notwendigerweise. Und hier haben sie es dann noch mit den Simpsons verbandelt. Das macht, es macht Jokes immer besser. Umso öfter man die wiederholt, umso besser sind die. Ja, gerade wenn es um Katzenbabys geht. Ja. Ja, und es passiert dann, dass Torge, der findet die Perle ja mega nice, ne? Der kommt dann ins Gespräch mit ihr bei dem Schulball. Aber wie man sich fast schon denken konnte, sie verarscht ihn. Sie sagt dann so, ja, ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen, willst du das sehen? Und dann sagt er so, ja, gerne. Und dann zeigt sie so ihren Arm hin und da steht irgendwie, Leo ist, ich weiß nicht mehr, was da stand, dumm oder Leo ist ein Loser. Ja. Ist ein Loser, ja. Und das sieht er so und denkt sich so, damn, die hat mich fett verarscht, scheiße. Und alle lachen drüber. Also wirklich alle. Der ganze verdammte Saal. Da hatte ich ein Flashback an eine Situation, die gerade nur Iff versteht. Ich erzähle sie trotzdem ganz kurz. Weißt du noch, bei der LAN-Party, als wir Crimson das Maus-Dings verändert haben, also eine andere Maus, Bluetooth-Maus angesteckt haben als seine. Also LAN-Party hatten wir und ein Kumpel von uns, dem haben wir halt, anstatt seiner Maus haben wir dieses, wie hieß das Ding denn? Das hat einen Namen, irgendwas mit D. Dongle. Den Dongle haben wir hinten abgesteckt und halt von einer anderen Maus angesteckt. Hm. Und irgendwo saß dann halt jemand mit dieser anderen Maus und er saß an seinem PC, der Kumpel, und wollte halt seinen PC bedienen, aber es ging nicht, weil seine Maus ja nicht mehr da dran war. Und der andere Kumpel hat dann halt irgendwas geklickt, irgendwas gemacht und getan. Und der Crimson, der war so verwirrt, haben es dann relativ schnell so nach 5 bis 10 Minuten aufgelöst. Also er hat so gesagt, mich hackt hier gerade jemand, das kann ja nicht sein, meine Maus funktioniert nicht. Und naja, nach ein paar Minuten haben wir es dann halt aufgelöst und er fragt dann so, wer von euch wusste das alles? Und der ganze Saal, wir waren so um die 50 Leute, alle so, ja, wir. Oh. Ja, wir haben den fett verarscht, aber er fand es auch witzig. Der war das schon gewohnt. Ich schlaf wieder. Das war ein liebevoller Joke. Ja, wenn das alle lachen, ist ja schön, aber ja, die haben alle gedacht, außer Leo. Richtig, der Crimson hat wenigstens mitgelacht. Er war kein Leo in diesem Fall. Nein. Ja, und dann haben wir auch schon den Ausbruch, ne? Dann fängt der Ausbruch an. Ja, der Ausbruch vom Ende. Ja, hier beginnt ja dann tatsächlich, ich habe ein Interview gesehen von Fresh Talker, wo er gesagt hat, ja, er ist der große Fan von Dawn of the Dead und sowas und deswegen wollte er so eine Horrorkomödie machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du Filme magst wie Dawn of the Dead, dann machst du nicht so etwas, wie sie hier in Kartoffelsalat gemacht haben. Ja, die hatten auch einfach alle blaues Blut, whatever. Also Schleim. Die haben halt, das hat einen Grund natürlich, aber ich dachte mir auch so, hattet ihr irgendwie keinen Bock auf Kunstblut? Ich liebe Kunstblut, nehmt mehr Kunstblut. Ja. Aber sie hatten es halt blau gefärbt, aber das hat ja auch einen Grund. Zielgruppe. Warum das so ist. Nicht vergessen, die wollten denn ja, ich glaube, der war ab 12. Ja. Der war 12, ja. Da haben sie sich gedacht, wie bei Naruto damals, da lila haben sie Blut. Das Blut lila gemacht, genau. So war es vielleicht auch. Ja, und dann ist wirklich da. Ja. Ja, wusstest du das nicht? Nee. Die haben. Ich guck Dinge an, Kat, und nicht im Fernsehen. Ja, da war ich noch jugendlich, da hatte ich keine andere Möglichkeit. Da musste ich das gucken, was bei Pokito läuft. Ja. Bei Naruto haben sie es dann sogar so krass gemacht, dass das Blut lila war und es ist auch niemand gestorben, sondern es sind immer nur Leute verschwunden. Oh, das hat mich so aufgeregt. Kisame so, ja, wir haben ihn gefesselt und versteckt. Ja. Ah, aka getötet. Und irgendwelche Leichen am Boden haben sie wirklich ganz billig mit so einem Blur
Tool drüber geskribbelt, dass man den nicht sieht, aber du hast ihn gesehen, weil da war so eine Blurwolke am Boden. Das Lustigste an der Szene, ich glaube, du meinst die ich auch gerade meine, als Sasuke seine tote Familie sieht. Ne? Ja, genau. Übrigens, Spoiler wird es geben, auch für andere Dinge. als er das sieht, die Szene ergibt so überhaupt keinen Sinn. Nee. Der guckt auf den Boden, wo niemand liegt und ist geschockt und fängt an zu heulen und denkst dir so, was? Was findet er an diesem Bodenbelag so schlimm? Das Laminat ist übelst scheiße verlegt. Ja, so ungefähr. Und das Krasseste bei Naruto auf Pokito oder halt auf RTL 2 war, dass die sogar eine Klopapierrolle rausgeschnitten haben, als Naruto auf dem Klo war. Und ich denke mir so, Klopapierrolle? Why? Es war sehr wild, was da passiert ist. Und ich war froh, als ich Naruto dann normal sehen durfte, natürlich auch mit japanischer Synchro, mit deutschen Untertiteln und Uncut. Das war dann sehr, sehr schön. Und ich habe endlich verstanden, warum Sasuke das Laminat so scheiße fand. Und ich habe gerade gelernt, dass Klopapier jugendgefährdend ist. Richtig, Klopapier ist absolut jugendgefährdet. Das darfst du keinem Kind zeigen. Auch wenn du ein Kind hast, irgendwann, wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, dann darfst du im Bad kein Klopapier haben, weil das ist jugendgefährdend. Ja, ist kein Problem. Gut. Perfekt. Aber Kartoffelsalat dürftest du zeigen, deshalb 12. Kartoffelsalat genau. Dürfen wir machen, richtig. Läuft die Dauerschleife, einfach. Richtig. Mein nächster Punkt ist Toge nochmal als Oberbulle. Denn ja. Die Polizei wird dazu gerufen, die sollen sich um diesen Ausbruch kümmern, der jetzt gerade ganz offensichtlich stattfindet. Aber der Polizeihauptmeister Ronny findet, das ist nur eine Magen-Darm-Grippe und passt schon. Und müssen wir jetzt. Und daraufhin treffen sie die einzig richtige Entscheidung und machen ein Grillfest. Genau, Grillfest. Es gibt Momente im Leben, da musst du einfach ein Grillfest machen. Zum Beispiel, Grillfest-Momente. Richtig, es gibt Grillfest-Momente. Zum Beispiel, wenn in der Schule gerade eine Zombie-Apokalypse, aka Magen-Darm-Grippe, ausbricht, dann macht man ein Grillfest. Vor der Schule. Und das ist der Beweis, dass ich eine gute Intuition habe, dass ich euch für diesen Film angefragt habe. Ich wusste nicht, dass es diese Szene gibt. Absolut. Das hattest du perfekt in deinem blauen Blut. Was hoffentlich nicht blau ist. Ich habe so nicht Außer überprüft. Du bist adlig. Dann hast du blaues Blut. Angeblich. Schon mal gehört. Achso, ich dachte, jetzt auf, wo ist jetzt nicht. Ja, soll ich das zeigen? Direkt prüfen. Ja, dann war ein Joke drin, den ich irgendwie auch nicht so mega lustig fand. Und zwar gab es eine Schwulizei. Ja. Meine Notiz dazu war Schwulizei, ... nun. Ja. Also ja, ich bin eigentlich so jemand, ich finde schwarzen Humor und sowas eigentlich super lustig. Aber der war irgendwie nicht angebracht. Keine Ahnung, der ist nicht so rübergekommen, wie er vielleicht rüberkommen sollte. Nee. Yes. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der wirklich einer der unangenehmsten Witze. Auch zum Ende hin gibt es ja, glaube ich, ein Outing, was ja da eine Rolle spielt, wo ich mir gedacht habe, warum bringt man sowas 2015 in der YouTube-Community, die sich natürlich über jeden Scheiß kaputt lachen. Also Fäkalhumor hat mich gewundert, dass sie nicht mehr Kackwitze in dem Film hatten. Das hätten sie nicht bekommen. Ja, er wäre besser gewesen als das, ja. Richtig, simpler Humor, beste, ne? Ja, aber. Ja, der hat irgendwie nicht so richtig gezogen, keine Ahnung. Nee, es war einfach nur. Also, ich kann mir vorstellen, dass 12-jährige YouTube-Fans von Toge das lustig fanden. Wahrscheinlich. Sagen wir mal 10-jährige. Ja. Die hätten das vermutlich lustig gefunden. Gerade so zweistellig. Aber nee, der hat irgendwie nicht so ganz gezogen, genau. Ja. Was auch nicht gezogen hat, war das Set in dem Moment. Sie haben ja dann wieder das Set vom Anfang, wo ja Joyce weggerannt ist, quasi auf die ganze Schule ausgeweitet. Und ich habe mir gedacht, okay, so sieht dieses Zombie-Massaker-Party-Set, was du dir für einen Kindergeburtstag bei Wish oder bei Shine oder wie diese ganzen Temu-Seiten da kannst du dir so Party-Sets mit Bechern und allem so gelanden. Ja. Und das haben die Wenn es damals sowas gab, haben die das da eingekauft. Oder beim Teddy, keine Ahnung. Safe, definitiv. Das Billigste halt, ne? Boah. So, was wir finden können. Bestimmt beim Teddy. Ich habe auch schon mal so rote, kennt ihr aus amerikanischen Filmen, so wenn die Jugendlichen Partys feiern, haben die noch diese typischen roten Becher. Ja. Die wollte ich haben für meine Bowle, die ich hatte. Wo aber nichts Bedenkliches Blaues drin war, irgendwie. Puh.
Puh, Glück gehabt. Haben wir die Becher ja, da habe ich mir die auch geholt. Und die habe ich auch beim Teddy geholt. Die waren sehr billig. Und das haben die wahrscheinlich auch gemacht. Ja, Anmerkung. Aus dem, also dieser Film hat 1 Million Euro gekostet. Mhm. Wo ging das Geld hin? Das weiß ich. Na, an die Schauspieler, an die Bekannten. Wahrscheinlich. An Otto, an Martin, an Kati Kahnbauer. Ich sehe es so kommen. Ich mal, und Geld war alle. Ey, aber du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass sie viel dafür bekommen haben. Dafür, dass sie mal 5 Minuten dort waren und ihre 3 Sätze abgelassen haben. Also Otto könnte ich mir vorstellen. Otto hat übrigens als Produzent und Komponist mitgewirkt von dem Film. Und schon deswegen hat er vermutlich auch nicht viel Geld bekommen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da könnte ich mir vorstellen, der hat wahrscheinlich gesagt, ey, ich habe Bock auf das Projekt, ihr braucht mir jetzt irgendwie nicht so viel geben, ich mache das jetzt. Hier, ich habe einen Song geschrieben, den man später noch hört. Let's go. Kann ich mir vorstellen. Bei Martin Schneider, den würde ich tatsächlich auch ein bisschen so einschätzen, dass der sagt, ja komm, brauche jetzt nicht so viel, ich spreche jetzt hier meine paar Szenen im Film, finde die witzig, let's go. Ja. Also so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Es sind ja fast alles Comedians, die halt gerne Witze machen und sowas wahrscheinlich auch super gerne für nicht so viel Geld machen. Ja, aber da habe ich mich wieder gefragt, zu dem Zeitpunkt, 10, 13-Jährige, kennen die Martin Schneider? Kennen die Norbert Heisterkamp? Also Otto Walkes vielleicht schon noch. Der hatte jetzt ja erst sein Reboot mit seinem Friesenjungen Remix ja, letztes Song, Jahr. Diesen, das war doch irgendein Rap-Song, oder? Also das war doch ein. Das war so ein Techno. Dingsbums. Ja, so ein Techno Partyschlager Gedöns. Friesenjung. Ja. Was ist das? Joost und Ski Agu und Otto Walkes. Ja, genau. Also Dubstep-Kram, keine Ahnung. Mai 25 ist das gewesen, genau richtig, ja. Das habe ich zum Glück nur ein einziges Mal gehört in dieser Version. Mehr musste ich mir das, öfters musste ich mir das zum Glück nicht anhören. Reicht fand ich schon ein bisschen weird irgendwie. Aber gut, Otto, dein Song, mach was du willst. Ja. Nee, aber damit. Ich habe mich da wirklich gefragt. Also ich finde es dann witzig, zum Beispiel einer meiner Lieblings-Cameos, den haben wir noch gar nicht genannt, Evil Jared tritt hier auch auf, das ist ja der Bassist von der Bloodhound Gang und der lebt ja auch in Berlin schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder was und das ist dieser Untote mit der Klobürste. Ja, wo man abbeißen muss von. Ja, und dann fängt er natürlich an zu kotzen, weil was soll Evil Jared anders machen? Aber weil es in dem Moment Evil Jared ist und er immer kotzt oder sich die Achseln ableckt und dann Leute reinsteckt oder was auch immer, da fand ich das wieder cool. Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, wissen die Zuschauer, wissen die, wer Evil Jared ist? I don't know. Nee. Nee, glaube ich die nicht. Die Zielgruppe also, auf keinen Fall, Ich habe es gelesen im Vorspann, dass Evil Jared dabei ist und habe dann auch immer mal natürlich nachgeguckt so. Ich hätte ihn tatsächlich nicht erkannt, aber als dieser Typ dann das dritte Mal gekotzt hat, habe ich gedacht, naja, Moment, kann jetzt eigentlich nur Evil Jared sein, ne? Sieht schon, kommt ungefähr hin, so optisch. Weil. Also ich glaube. Und nein, natürlich weiß keine Sau, wer das ist. Dass wir das wissen, ist schon. Ist schon gut. Also ich glaube, dieser Mix, also die ganzen YouTuber, die da drin mitspielen, war für die jüngere Zielgruppe gedacht. Und Thor gedachte sich, pass mal auf, ich versuche jetzt mal noch ein bisschen ältere Leute mit abzuziehen in diesen Film. Und pack hier Otto, Martin, Kati Kahnbauer, wer was alles noch, der große Zwerg, Norbert. Heisterkamp, genau, und die Jenny Elvers und so, ich packe jetzt solche Leute hier noch mit rein, das kennen vielleicht auch die Eltern oder vielleicht halt auch eine Zielgruppe, die das sonst nicht gucken würden, die sehen vielleicht, keine Ahnung, da spielt Martin Schneider mit, das ist mein Lieblingskomödie, ich gucke mir den Film mal an, so, das denke ich war so ein bisschen Torges Gedanke dahinter, YouTuber für die Kinder oder für die meisten Kinder und die Schauspieler und Comedians für die Erwachsenen. Ja, vielleicht denk, war das auch eher Ottos Gedanke. Das kann es, natürlich auch sein, dass es eher Otto ist. Als der von Torge, dass er gesagt hat, naja, irgendwie, wir müssen schon noch ein bisschen eine breite Masse noch ein bisschen mitnehmen. Und die Leute kenne ich alle zufällig. Ja. Die lade ich mal ein, die frage ich mal, dann schreibe ich mal eine SMS 2015. Wobei es vielleicht auch wirklich von Fresh Torge so ein Wunsch war. Ich meine, ich habe eben noch mal nachgeguckt, der ist ja Jahrgang 88.
Ja, also der ist, sein, ja, ist ja in dem Verhältnis zu den anderen YouTubern fast einer der ältesten, der dort ja quasi populär ist. Vielleicht ist er deswegen auch heute immer noch so populär, weil er damals schon alten Humor bedient hat. Meine Mutter schickt da manchmal Sachen in irgendwelchen Chats rum. Da denke ich immer so, oh nein, schick das nicht. Nicht diese Marianne-Scheiße da. Mach das nicht, das ist cringe. Ja, genau. Aber ich glaube wirklich, dass das für ihn so, hey geil, ich kann mal mit meinen Idolen, mit meinem Humor irgendwie arbeiten und dann packe ich, wie du es gesagt hast, die YouTuber rein, so als Eye-Candy für die junge Zielgruppe, die ja nur da reingehen, weil die wollen ihren YouTuber, die wollen diese 2 Sekunden, wo sie dann Iblali oder was als Zombie sehen oder so. Die wollen die sehen. Genau. Ja, richtig. Also das, denke ich, ist da auch so gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Also ja, ist an sich eigentlich eine gute Idee, um halt zu versuchen, eine junge Zielgruppe und eine ältere ranzukriegen. Ja, hat halt so mittel funktioniert, ne? Ja. So semi-gut hat das geklappt. Wie fandet ihr denn die Zombies? Also, oder in Anführungszeichen, Zombies sind ja Infizierte. Die sind infiziert. Eigentlich ganz okay. Benutzt nicht das Z-Wort. Ja, genau. Auch wieder so ein Karlauer. Nicht das Z-Wort. Nicht das Z-Wort. Richtig. Ich fand die eigentlich ganz okay. Ich bin aber generell großer Freund so von Zombie-Themen tatsächlich. Walking Dead und so, weil du von Negan gesagt hast. Mhm. Deswegen fand ich die eigentlich ganz geil. Optisch hätte man noch viel mehr machen können natürlich. Aber ich fand es für das, was es ist, ganz in Ordnung, wie die aussahen. Ja. War schon stabil so für den Film halt. Ja, total. Ich hatte da so, ich meine, da passt es dann auch wieder. Ich hatte dann so Vibes wie Nacht der lebenden Loser oder Shaun of the Dead. Ich meine, da ist ja klar, das ist dann einfach nur, du schminkst Leute so blass, wie es geht. Und dann kommen noch irgendwelche Kontaktlinsen dazu. Und ich fand dann tatsächlich dieses Blaue, was die da gekotzt haben, das gab dann so einen geilen Farbkontrast. Das war irgendwie, ich will nicht sagen stylisch, aber das sah in dem Moment irgendwie nicht eklig aus, sondern irgendwie wie so eine abgeranzte, merkwürdige Drogenparty, wo du denkst, ah, okay, ist ja schon mal irgendwo begegnet. Es gibt Leute, die sehen dann wirklich so aus und kotzen in der Farbe. Aber optisch, da hatten sie, finde ich, den stärksten. Also das Set sah scheiße aus, aber von dem Make-up her fand ich es cool. Und auch einige Kamerafahrten waren da gar nicht so kacke. Ja, nee, das stimmt. Ich fand es auch ganz witzig. Wir sehen ja dann so ein bisschen, wie Leo und Thorsten und Toben und die Olle, deren Namen ich vergessen habe. Was ist gerade jemand? Katrin. Die Katrin, genau. Da sehen wir dann so ein bisschen halt, wie die versuchen, da rauszukommen und sich dann schminken wie die Zombies, um da durchzukommen. Davor wird übrigens, werden die noch angegriffen von einem Zombie, der aus dem Schrank kommt. Da habe ich noch eine Notiz zu. Und zwar TC-Herzchen. Weil das ist einer von den Jungs von YTT gewesen. Ah. Der Zombie, der aus dem Schrank kam, genau. Das war doch dann dieser Mortal Kombat-Kampf. Genau, dieser wundergeile Kampf, wo er dem Zombie einfach Helene Fischer aufs Ohr gibt und ihn wahnsinnig damit quält. War ein Joke, musste ich drüber lachen. Ja, der Kampf war auch tatsächlich, da, deswegen habe ich gerade gemeint, mit Kamerafahrten, und da war auch der Schnitt tatsächlich, da war auch mal ein bisschen was los. Vorher war das alles so träge und ja, eigentlich waren die ja dann die Großteil von der zweiten Hälfte nur in diesem Klassenzimmer oder was und haben überlegt, gehen wir jetzt raus, gehen wir nicht raus, gehen wir raus, gehen wir nicht raus. Genau, und genau. Dann war endlich mal ein bisschen was los und dann hat dieses Gequatsche ein Ende gehabt und da war ein kleines bisschen Action drin und die war gar nicht so kacke. Die war ganz okay. Der nächste Witz, den ich tatsächlich witzig fand, war dann, als diese Spezialeinheit habe ich jetzt gesagt, draußen, die haben ja dann auch die Schule abgeriegelt mit so klassischen Giftsprüh-Gelb-Folien da. Ich weiß so eine, nicht, so eine riesige Plane, ja. Genau, so eine riesige Plane einfach, wo ich übrigens auch an Breaking Bad denken musste, ja. Selbstverständlich. War wahrscheinlich auch darauf gezielt. Stimmt. Und dann sagen die einfach, lass die Hunde los und dann siehst du einfach, wie so super viele Plüschtiere in Hundeform gegen das Fenster prasseln. Da musste ich drüber lachen. Das fand ich witzig. Das war eine schöne Idee. So. Ich habe nicht kurz überlegt, bei dem Satz, lass die Hunde los, habe ich schon gedacht, oha, haben die jetzt hier Hunde mit dran gebracht? Nein, es sind Plüschtiere und sie werden einfach alle, so ganz viele Plüschtiere von Hundeform halt, einfach alle nacheinander gegen dieses Fenster geprasselt. Ja. Da musste ich ein bisschen drüber lachen. Fand schon ganz gut. Ja.
Das stimmt. War ganz witzig. Und in der Zeit ging ja auch das Grillfest dann auch weiter. Richtig, die haben weitergemacht mit ihrem schönen Grillfest da drauf. Haben die dann nicht sogar auch irgendwie, was haben die dann, Limbo und keine Ahnung was getanzt? Ich weiß gar nicht. Beste Arbeit. Hatte der, Torge, der hat doch da diesen, ja, diesen Polizisten ja gespielt. Der hatte doch auch, hatte der nicht auch irgendeinen Dialekt, womit er dann irgendwie auf witzig gemacht hat? War das nicht sächsisch sogar? Sächsisch war's. Ja, ich wollte gerade sagen. Wie immer. Es war furchtbares Sächsisch. Genau, wie immer in irgendwelchen Serien oder Filmen, die eigentlich nicht aus Deutschland kommen, dann wird es immer mit Sächsisch synchronisiert. Immer. Why? Und ich weiß nicht so genau warum. Das ist hier wie der Fisch von American Dad. Der spricht auch sächsisch. Klaus, ja. Der Klaus. Nee, ja, aber in dem lebt ja auch der Geist von dem ostdeutschen Skispringer. Das stimmt. Also ja, auch im Original. Also das hat schon seine Richtigkeit. Ja gut, aber gut, okay, war ein schlechtes Beispiel. Aber in fast allem, wo irgendein Deutscher spricht, ist es meistens sächsisch. Sehr oft zumindest. Ist es. Naja. Oder bayerisch. Oder bayerisch. Das sind die zwei Möglichkeiten. Oder, nee. Wir hatten, es gibt noch eine dritte. Berlinerisch. Wenn du so irgendwelche so Pöbel... Leute von der Straße hast, dann fangen die dann an, so rumzuicken und machen und tun. Ja, richtig. Ich zeig dir jetzt mal hier, wie das geht. Let's go. Ja. Jo, dann haben wir übrigens nochmal den Philosophielehrer, also den Dr. Herr Salamander hieß er, ne? Herr genau, Salamander. Herr Salamander, so hieß er richtig. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, weil mein Punkt ist einfach, Philosophielehrer, der nicht sprechen kann, ding, 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 ding. Ach ja, weil dann das erklärt wurde von Thorsten und Toben. Die haben gesagt, ja, das ist unser Philosophielehrer und Leo so, Philosophielehrer, der nicht sprechen kann. Und das ding, 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 ding habe ich dann halt dahinter geschrieben, wegen der Breaking Bad-Anspielung halt. mein nächster Punkt ist dann tatsächlich viel Unsinn beim Versuch zu flüchten. Wie gesagt, wir sehen dann halt, wie die versuchen, da rauszukommen. Die schminken sich. Und es fand ich eigentlich ganz cool, diesen Shot, wie sie die Augen zu haben, weil da die Augen drauf geschminkt sind und dann halt die Augen aufmachen, so alle drei so nacheinander. Ja. Also alle drei. Wieso eigentlich drei? Vier. Ach, wäre das nur, ja, alle vier, nicht alle drei. Ich würde gerade sagen, komme ich denn jetzt auf drei? Ja, das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, so mit den Augen geschminkt. Ich glaube, du kommst auf drei, weil wir tatsächlich bisher Katrin, gespielt von Dagi B, eigentlich, wir haben sie eigentlich komplett außen vor gelassen, weil sie ist so auch wirklich nur am, ja, so im letzten Drittel dann wirklich wichtig wird. Ja. Weil vorher ist sie ja mit Lernen beschäftigt, wie man das als genau, vorbildliche Schülerin macht. Die ist nicht wichtig eigentlich für den Film. Nö. Also gar nicht. Das ist halt die erste, die der Leo kennenlernt an dieser neuen Schule. Das ist schon länger her jetzt, aber ganz witzig. Man hört so seine Gedanken, wie er so sagt, ja, jetzt sei freundlich, sei freundlich, sei freundlich. Und dann brüllt er sie an. Ja, jetzt halte mal die Schnauze und geht so weiter. Und dann so, oh, Moment, tut mir leid. Blöde Reaktion. Ja, nee, die haben wir irgendwie ein bisschen außer vor gelassen, weil sie halt, wie gesagt, auch super useless ist einfach. Es ist nur Mose. Ja, genau. Und dann versuchen die eben da rauszukommen. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Leo fällt hin auf einer Bananenschale. Oh. Und Thorsten oder Toben, keine Ahnung. Was sogar fast witzig wäre, wenn er nicht vorher sagen würde, oh nein, eine Bananenschale. Ja. Richtig. Er hat es angekündigt. Ja, es muss jeder Witz erklärt werden. Es geht nicht. Wozu denn? Kann der nicht einfach auf die Fresse fliegen und dann zeigst du die scheiß Bananenschale? Nein. Witzig ist es vielleicht immer noch nicht unbedingt, aber nee. Es wäre witziger gewesen halt, hätte er nicht gesagt. Genau, und es ist doch übelst viel Platz, die Zombies sind auch super weit weg und Thorsten oder Toben, ich kann mir das nicht so gut merken, sagt dann halt, ja, pass auf, ich helfe dir hoch und Leo so, nein, geht, lasst mich zurück und er so, aber es ist doch noch super viel Zeit und super viel Platz und er so, nein, lasst, es geht und er nur so, okay, na gut und dann lassen sie ihn halt zurück und sehen, wie er weggezogen wird von den Zombies. Sie trauern dann um ihn, beziehungsweise Thorsten oder Toben, Toben, der Florian Apelius, genau. Ist halt so ein Joke, du hörst so eine sehr weibliche Stimme so ein bisschen schlurzen. Und dann geht so von der Kabine von Thorsten, geht die Kamera so oben rüber zur Katrin. Ich vergesse gerne manchmal Namen und muss auf die Liste gucken. Und dann sehen wir so, sie ist es nicht. Und dann geht's noch mal weiter und dann sehen wir den Toben, wie er halt sehr herzergreifend weint, weil er zweitbesten Freund Leo verloren hat. Ja. Sehr tragisch. Sehr, sehr tragisch. Ja.
Aber das löst sich relativ schnell auf. Denn Leo ist nicht tot. Nein, er ist jetzt unser Schullehrer. Nein, wer hätte das gedacht? Oh, was für ein Plot. Ich bin so überrascht, dass damit habe ich nicht gerechnet. Leo nicht stirbt. Wow. Nee, der tanzt einfach mit den Zombies. Und die sind alle übertrieben verwirrt, die anderen drei, und sagen so, hey, was zur Hölle ist denn hier los? Und er sagt, ja, die sind eigentlich ganz nett, die machen nichts, die haben keinen Hunger auf uns, sondern halt ganz normalen Hunger und können das halt nicht mehr so richtig irgendwie koordinieren, weil sie halt dumm sind und nicht mehr denken können. Aber wenn man mit denen redet, dann können die alles wieder lernen. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich ein nices Konzept für Zombie-Heilung. Einfach mit denen reden, so. Dann werden die wieder klug. Resozialisieren. Richtig. Steckst du die ganzen Zombies, stell dir mal vor, bei Walking Dead, steckst du die ganzen Zombies in so ein Resozialisierungslager und quatschst die tot. Hahaha, tot. Nee, das funktioniert nicht. Ja, ich habe mich aufs Niveau des Films begeben, tut mir leid. Boah, das schaffst du nicht. Das stimmt, so tief sinken bin relativ ich. Schwierig. Und dann kommt ein Joke, den ich tatsächlich relativ witzig fand, denn Leo sagt, ja, schau mal hier, der hier zum Beispiel, der kann schon relativ gut reden. Und dann ist das dieser eine Typ von, ich habe diesen YouTube-Channel einfach schon wieder vergessen. Von Ape Crime. Warte, Mark hieß er. Ape Crime, genau. Genghis. Kommt er so an, genau, der. Und fängt plötzlich an, so einen übelsten Roman runterzurasseln, gefühlt so mit ein bisschen Aussetzer natürlich noch, aber schon relativ gut. Und dann sagt Leo so, danke Mark. Und er sagt, Kartoffelsalat, und geht weg. Ja. Und ich finde, Kartoffelsalat ist eine super geile Antwort, wenn sich jemand bei dir bedankt. Einfach, Dankeschön, Kartoffelsalat. 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 Weißt du, und so im Bett gehen, da noch gewunken, mit Mayo. Das fühle ich. Ich finde, das ist eine Sache, die sollte man auch übernehmen. Wenn sich jemand bei dir bedankt, dann sag einfach Kartoffelsalat. Finde ich toll. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, und dann, ich habe es schon mal erwähnt, Otto hat einen Song geschrieben für den Film. Der ganz, auch, ganz, ganz schlimm ist. Ja, ist ja. Richtig. Der aber offensichtlich auch Kartoffelsalat heißt. Ja. Ja, und der spielt dann halt ab in dieser Szene, wo wir sehen, dass die Zombies langsam wieder alles erlernen. Easy beasy, lemon squeezy, gar kein Problem. Ja. Dann ist es irgendwie schon wieder geheilt, ne? Die sind alle wieder, fast alle wieder normal, sozusagen. Mhm. Und können, ja, wieder ganz normal am normalen Leben teilnehmen. Vor allem sind sie auch, ja, anständiger als vorher. Also es war ja wirklich so eine Abfuck-Assi-Schule. Und er hat sie ja dann quasi, weil er ja eben der Streber, Besserwisser, was weiß ich immer war. Und er gibt ja sogar damit an, dass er dann sagt, ja, jetzt sind alle viel besser als vorher und der Notenschnitt ist gestiegen und keine Ahnung was. Ja. Und dann sitzen sie da und da musste ich tatsächlich kurz grinsen, als sie dann versucht haben, wieder klatschen zu lernen und die eine so an sich selbst vorbeiklatscht. Wie klatscht man? Ja, das war schon ein bisschen witzig. Ja. Ja, wir haben ja dann noch so eine Art Befragung. Oh ja. Die wir sehen, weil der Herr Salamander natürlich befragt wird. Also die befragen den einzigen Menschen, der nicht reden kann. Finde ich schon relativ witzig. Und das Beste ist, sie raffen nicht, dass er nicht reden kann. Das merken die ja erst in dem Gespräch. Das ist so dumm. Keine Ahnung. Und ich habe hier stehen, es war natürlich auch die Stimme von Tommy Lee Jones. Heißt er denn? Jones. Danke, Tommy Lee Jones. Die Stimme war das auch, die Synchronstimme. Den hatte der eine Beamte dort. Und dann hat er was gesagt, was eigentlich geil ist, aber er hat es, glaube ich, falsch gesagt. Er hat gesagt, ich muss sie Blitzdingsbumsen. Aber das heißt doch nicht Blitzdingsbumsen, sondern Blitzdingsen. Das heißt Blitzdingsen. Bin ich da gerade falsch? Nee, nee. Ja, also Frevel, das geht doch nicht. Copyright. Da bringen die einen Joke rein und machen es falsch. Copyright, maybe. Ja, das hat halt jemand falsch in das Drehbuch geschrieben und dann wurde das falsch vorgelesen. Das ist meine empörte Notiz. Da steht Blitzdingsbumsen, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt doch Blitzdingsen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, deswegen Copyright kannst du nicht machen. Maybe, ja. Schwierig. Beschützerbegriff. Mhm. Wahrscheinlich, ja, Blitzdingsen. Steht das im Duden? Ernst gemeinte Frage jetzt. Blitzdingsen? Weil das ist ja auch schon echt alt. Es bestimmt. Im Duden steht es, glaube ich, nicht. Nee.
Es gibt aber eine englische Übersetzung. Ich bin erschüttert. Flashy Thing. Es gibt auf jeden Fall im Wiktionary haben sie es tatsächlich auch konjugiert. Blitzdingsen, dann dritte Person Singular Präsens ist Blitzdingst, Vergangenheitsvorsatz Blitzdingste und das Past Participle ist geblitzdingst. Haben. Ich wurde geblitzdingst. Oh, wie gut. Klar. Ja, aber im Duden steht es leider nicht. Das hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Das ist ja echt schon alt, so der Joke. Ja, aber das haben sie leider ein bisschen abgeändert. Ja, und wir haben dann tatsächlich den Leo, wie er erzählt, dass er Anerkennung, Ehre und Käse bekommen hat. Das habe ich gefühlt. Anerkennung und Ehre können wir weglassen, ich nehme nur den Käse. Ja, Käse sehe ich auch. Richtig. Bei Käse sehe ich mich. Und großen Käse, er hat so ein richtig großes Käserad bekommen. Denn alle lieben ihn jetzt. Wieder. In der Schule, in der Stadt, alle lieben ihn, weil er hat ja die Zombie-Apokalypse quasi besiegt, weil er rausgefunden hat, dass die ja alle eigentlich nur Hunger haben und das halt einfach wieder lernen müssen. Ja. Ja, das sehen wir dann so, wie der da so lang latscht und dann haben wir endlich Davis fucking Schulz. Ich schreibe das übrigens immer so auf. In meiner Notiz steht Davis fucking Schulz. Als Polizist. Yay. Und der hat einen Davis Joke. Schulz. Woo. Der hat einen Joke, über den ich wirklich lachen musste. Das mit der Sonnenbrille. Weil das so dumm war. Er hat so diesen, ich setze mir eine Sonnenbrille ab, Move gemacht, hatte aber halt noch eine auf. Und das hat er dann noch zweimal gemacht, bis er tatsächlich seine Sonnenbrille abgesetzt hat. Da musste ich drüber lachen. Das war ein bisschen mein Humor. Ja, nein, das ist ein Gag. Wie gesagt, das ist dann halt, der ist nicht neu, den haben Mel Brooks und Konsorten, die SAS-Filme damals alle schon gemacht. Aber sowas funktioniert dann immer noch, wenn das Timing stimmt. Richtig. Genau. Und ich finde, gerade bei Davis Schulz, als Polizist fand ich bisher übrigens seine beste Rolle. Ich habe geschrieben, Davis fucking Schulz als Polizist steht ihm gut. Ich finde, das passt irgendwie zu ihm. Weil der hat, wenn man mal so ein bisschen in seine YouTube-Videos reinhört, hat er schon immer so ein bisschen ernsteren Slang, sag ich mal. Also wenn er spricht, klingt er relativ ernst, obwohl er eigentlich Witze macht. Aber er verpackt das halt so ernst. Und deswegen finde ich, hat ein Polizist total gut zu ihm gepasst. Und er hat ja dann versucht rauszufinden, wer an dieser Apokalypse schuld ist. Denn das stand ja noch im Raum. Irgendwo muss es ja hergekommen sein. Und jetzt ist es also für manche stand es noch im Raum, für anderen ist es früher klar geworden. Dir zum Beispiel? Mir zum Beispiel. Du bist aber auch ein Fuchs. Alles durch Schaum. Naja, also ich meine, der Film hat jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis draus gemacht, weil die haben Herrn Salamander gefragt, der wusste es ja. Als sie alle in dem Raum sind und der Einzige, der nicht gefragt wurde, war Leo. Stimmt wohl. Und der Typ, der im Hintergrund saß mit dem Einhornkostüm. Den schon nie verstanden habe. Aber gewiefte Zuschauer hätten es rausfinden können. Man hätte es mitbekommen können, dass da vielleicht noch ein Twist kommt. Demnächst. Und wie löst es denn auf? Tja. Ja, Leo war's. Was? Und er hat versucht, halt seinem alten Direktor unterzujubeln, was ja scheinbar auch funktioniert hat. Irgendwie schon. Und was hat er gemacht? Er hat einen Blue Matt Eagle gemacht. Ja, hab ich gefeiert, weil Matt Eagle sollten viel mehr Präsenz in Filmen bekommen. Definitiv. Vielleicht aber nicht Blue. Nee. Matt Eagle. Ist auch nicht so lecker. Also Blue Matt Eagle mit so Energy-Geschmack. Wie so Schlumpfeis. Okay, nee, das finde ich wiederum gut. Ich mag Schlumpfeis, Energy Drink trinke ich nicht. Ah. Ich finde es als Plan irgendwie ein bisschen weird, auf so eine Party einfach Mad Eagle mitzubringen und anzunehmen, dass sie tatsächlich jemand ist. Ja. Wenn der blau ist auch. Das finde ich einfach nur, das Konzept kann ich nicht nachvollziehen. Aber hey, nicht fragen. Also in einem Punkt hätte es bei mir funktioniert, und zwar, dass es Matt ist, wenn dazu noch Brötchen da gelegen hätten und Zwiebeln. Let's go. Hätte ich sofort gegessen. Aber dadurch, dass der blau war, wäre ich wahrscheinlich zurückgeschreckt und hätte mir gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich den essen muss. Weiß ich nicht. Aber auf einem Schulball im Jahr 2015? Ich bezweifle, dass 90% der Zuschauer dieses Films im Kino wussten, was ein Matt Eagle ist. Beziehungsweise im echten Leben nicht. Schon mal einen gesehen haben. Auch das. Boah, ich hab Bock auf einen Matt Eagle, ey. Nächste Party einfach. Ja. Matt Eagle Party. Ich mach den Matt Eagle blau. Du bist eingeladen.
Ja, genau, das war ja dann der famose Endtwist. Leo hat sich quasi dadurch seine Genugtuung verschafft und wollte sich so rächen. Und es endet ja dann aber auf eine positive Note, weil du kannst es natürlich, so ein Film natürlich nicht auch so, haha, ich habe euch alle verarscht, habe euch alle zu meinen Sklaven gemacht, reprogrammiert quasi, damit ihr jetzt mich alle mögt, sondern er geht ja dann raus mit dieser Abstempeln ist schon Kacke Message. Und da habe ich gedacht, okay, netter Schluss. Ja, also meine letzten zwei Notizen sind, hat er gemacht, um Fame zu sein? Ja. Und dann einfach, was ein Plot. What a plot. What a plot. What a plot. Ja, also wie gesagt, so in den letzten 20 Minuten ging die Zeit doch einfach nicht mehr um bei mir. Nee. Ich saß dann da und dachte mir so, oh, wie lange denn jetzt noch? Kann das jetzt noch vorbei sein? Das hat irgendwie nicht aufgehört, vorbei zu sein. Und es ging, glaube ich, ähnlich, aber dann ging es bei dir, ne? Hast du vorhin erzählt schon? Naja, ich hatte nach einer Stunde, hatte ich mal so auf den Dach geguckt und habe festgestellt, ach fuck, es also geht immer noch 20 Minuten. Was wollt ihr denn jetzt noch? Aber ich wurde zumindest nochmal für mich ein bisschen persönlich rausgelassen, weil dann am Ende kam noch der eine Gag, über den ich gelacht habe. Oh. Den ich wirklich lustig fand. Geht das jetzt okay. Nämlich bekommt von der auch einzigen Figur im Film, die ich wirklich absolut fühle, nämlich Helmut. Helmut, das war hier Simon Desue. Simon Desue. Leo bekommt einen Brief von ihm. Und er liest diesen Brief und du hast diese klassische Off-Stimme. Und dann schwenkt die Kamera rüber und er steht viel zu nah dran mit dem Mikrofon in der Hand. Das ist so ja, witzig. Doch. Der war schon ein bisschen witzig. Ja. Da habe ich wirklich viel zu laut drüber gelacht. Den Helmut haben wir auch ein bisschen außen vor gelassen, ne? Das ist ja Freund von Perle, der ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja. Und auch ein bisschen Stress dann mit Leo hat, weil Leo ja Perle gut findet. Und eigentlich fängt er dann ja nur Stress an, weil er irgendwas sagt und es so aufgefasst wird, als hätte er ihre Mutter beleidigt, was er halt nicht gemacht hat. Was hast du über ihre Mutter gesagt? Hä, wer bist du denn? Was? Ich bin Helmut. Ja. Schon ein lustiger Charakter eigentlich, aber ich mag Simon Desue leider nicht so. Nee. Deswegen habe ich den wahrscheinlich nicht so gefühlt, den Charakter. Aber doch, der Joe war schon gut. Ich habe zum Glück überhaupt kein Verhältnis zu dem, weil ich niemals mit dem irgendwie Kontakt hatte. Das ist gut. Der Name sagte mir halt was, logisch, aber nichts, wirklich gar nichts. Deswegen finde ich Helmut, was ich auch einfach, wenn man den anguckt, der hieß Helmut. Sorry, das macht was mit mir. Das ist schon lustig. Das ist mein Humor-Level. Ja. Ja, I know. Ja, das war schon witzig so, aber man kann auf jeden Fall die lustigen Witze in diesem Film an einer Hand abzählen. Hat vielleicht 2, 3 lustige Witze so, wo du wirklich mal sagen konntest, okay, doch. Da habe ich jetzt mal schmunzeln können und dann musste ich drüber lachen. Ja, ich würde auch sagen, lass mal an einem Fazit versuchen zu dem Film. Einfach, dass jeder mal so eine kleine Nuance gibt. Erstmal, wie fandet ihr ihn so im Ganzen? Bereut ihr es, dass ich euch quasi dazu verleitet habe? Und wem würdet ihr so einen Film weiterempfehlen? Wie willst du anfangen? Kann ich länger also überlegen. Ja, also ich fand das alles ganz furchtbar. In fast jeder Hinsicht. Wie gesagt, Helmut habe ich ein bisschen gefühlt, weil er auch so herrlich blöd ist. Mhm. Ich finde, der Humor ist also wirklich 25 Jahre zu spät und wirklich nur schwerlich zu ertragen. Und ich war von kurz weg, aber ich habe weiter zugehört, was Schnitt betrifft. Zum Beispiel fand ich, was du vorhin gesagt hattest, dass die Actionsequenzen, dass da mal ein bisschen Tempo drin ist, das ist genau wieder so eine Sache, die mich komplett abgefuckt hat, weil das so diese klassischen YouTube-Jump-Cuts, es ist einfach nur Hektik, es ist einfach nur Stress, ja, aber gut, es ist keinerlei Handwerk in irgendeiner Form dahinter, das ist, es war wirklich alles schrecklich schlimm zu ertragen und ich glaube, das ist in ganz vieler Hinsicht ein schrecklich frauenfeindlicher Film. Maybe. Es gibt keinen positiven weiblichen Charakter, die sind alle schlimm. Stimmt. Es wird nie was Positives über eine Frau gesagt. Und das Love Interest heißt Perle. Die heißt einfach Perle. Hey, willst du dein Kind nicht Perle nennen, was es nicht gibt? Ich habe es in der ersten Hälfte gar nicht so wahrgenommen, aber das ist mir aufgefallen. Ach, die hier ist wirklich so. Ja, das ging mir auch so. Ich dachte, klar. Spitzname halt, ne? Perle, meine Perle so. Aber nee, die heißt halt so.
Gut, beruhigend. Dann kann er dir meine Perle Perle nennen. Bitte. Gizu. Ja, es war einfach schrecklich. Ich würde aber trotzdem, also jedem Trash-Liebhaber sowieso, aber das empfehle ich ja jedem Film, einfach mal 80 Minuten keine gute Zeit haben will, gönnt euch. Haut rein. Ja. Nee, also ich fand wirklich, es ist ein sehr schrecklicher Film. Okay. Also ich hatte gute Momente, was aber halt daran liegt, anders als bei If, ne, dass ich halt einige dieser YouTuber einfach von früher kannte. Das ist so ein bisschen Nostalgie einfach gewesen für mich. So, die Außenseiter zu sehen, vor allem weil Dima und Sascha ja gar nichts mehr miteinander machen und ich glaube Sascha auch keine Videos mehr macht. Dima ist ja noch ein paar Mal so zu sehen und hat auch einen eigenen Kanal und so. Aber genauso diese ganzen YouTuber zu sehen, war für mich halt so ein bisschen Nostalgie einfach. Macht den Film aber leider nicht besser. Ich würde ihn nicht nochmal gucken. Ich würde ihn, es ist schwierig jetzt zu sagen, ob ich ihn empfehlen würde oder nicht. Ich würde ihn in dem Sinne empfehlen, wenn ich halt sage, wenn ihr nichts erwartet und eine Zeit haben wollt, wo ihr auch mal richtig schlechte Witze sehen wollt, dann guckt ihn euch an. Wenn ihr aber was anderes bei Trash-Filmen erwartet, dann lieber nicht. Und vor allem ist ja logischerweise auch ein deutscher Trash-Film, das ist ja auch nicht bei jedem so beliebt, wenn es von Deutschland-Seite auskommt. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ganz schlechte Witze, dann gönnt euch. Ich würde ihn aber auch nicht nochmal gucken. Da habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis zu. Wie fandest du ihn denn? Dein Fazit. Ja, dann bring mir das. Das Kind kann man ja nicht mehr retten. Es ist schon lang im Brunnen und vertrocknet. Und ich finde den tatsächlich grausig. Also ich fand ihn. Ich bin ja in dem Monat, in dem jetzt diese Folge ja kommt, habe ich mich ja ausschließlich mit solchen Filmen wie Vollidiot von Oliver Pocher oder Männersache von Mario Barth und so Sachen beschäftigt oder den Horst Schlemmer-Film, wobei der tatsächlich irgendwo noch seinen Witz hat. Aber ich fand den, das ist wirklich Bodensatz von allem, was man irgendwelchen Schweighöfer, Til Schweiger-Film, was auch immer vorwerfen mag. Das Ding hier läuft da noch drunter durch und sagt sich, haha, ich mach Limbo, kein Problem, kommst du rum, hast du Spaß? Nee, hast du nicht. Ich glaube, ich habe den auch damals nicht gesehen, einfach aus dem Grund, weil ich schon zu alt war, aber ich habe trotzdem noch viele von diesen YouTubern gekannt. Aber ich hatte nie dieses Verlangen, ihn damals zu sehen. Und heute, wenn das dann so einfach abflaut, sitze ich da und denke mir so, ey, Dude, dafür hast du dich abfilmen lassen? What the fuck? Also wie so eine Kinderattraktion im Kino hatte ich so das Gefühl. So, guck mal, Mami, das ist mein Lieblings-YouTuber. Es gab ja auch ganz viel Merchandise dazu. Das ist ganz furchtbar. Ich glaube, das gibt's auf eBay für 1 Euro. Kannst ja alles kaufen von dem Film. Ich finde den wirklich nicht empfehlenswert für irgendjemanden, der wirklich Lust am gesunden Lachen hat. Wenn ihr Otto-Witze mögt, guckt euch die Otto-Sachen an. Wenn ihr Martin-Schneider-Witze mögt, guckt euch die Martin-Schneider-Sachen an. Aber guckt euch nicht dieses aufgewärmte, ach ja, meine Kindheitshelden-Idolisierungsscheiße hier an. Ich finde, der Torge ist auch absolut kein, also er ist weder ein Schauspieler, noch ist er lustig, noch ist er irgendwie eine Art von Identifikationsfigur. Ich weiß auch nicht, warum gerade der diesen Film gemacht hat. Weißt du, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast so einen Typ wie diesen Simon Dessio und der sagt, yo, ich mache mein eigenes Need for Speed oder was, hätte ich ihm damals abgekauft, hätte der wahrscheinlich total krank abgerissen, keine Ahnung. Aber doch nicht sowas. Deswegen, kann man echt keinen empfehlen und wer so einen Kartoffelsalat mit auf den Grillfest bringt, der kann sich direkt postwendend umdrehen, der kriegt die Schüssel hinten an den Hinterkopf gefeuert und noch einen Kasten alkoholfreies Bier hinterher, keine Ahnung, also der ist unterste Schublade, den will niemand auf seiner Feier haben, deswegen empfehle ich diesen Film auch wirklich, das mache ich selten, niemandem. Könnte man vielleicht noch mit einem Zitat von TV-Spielfilm abschließen, Feedback. Die haben gesagt, es ist nur bedingt lustig, aber zielgruppengetreu. Für die 12-Jährigen, fein. Für alles andere. Also ich glaube, der hat vielleicht in der Zeit halt gut funktioniert, als er rauskam, wie gesagt, für die Zielgruppe. Hat er vielleicht gut funktioniert. Und wie du gerade sagtest, ganz viel Merch, ne? Also hat er nicht gut funktioniert? Nee.
Echt, fand nicht? Ja jeder zum Kotzen. Also okay, das hat ja, nachdem der Regisseur mal gesagt hat, ja, das ist ja so zielgruppengerecht, habe ich die Zielgruppe auch gesagt, bist du dumm? Nein. Das ist doch komplette Scheiße. Okay, gut. Ich habe es ja damals, wie gesagt, nicht gesehen. Ja gut, und was ich auch noch ganz kurz mit anbringen will, noch zum Ende, zum Schluss, der Titel Kartoffelsalat hat ja noch den Untertitel Nicht fragen. Das hat er übrigens, weil Torge den Film ja Kartoffelsalat genannt hat. Und als er gefragt wurde, wie er auf den Titel gekommen ist, hat er gesagt, ihm ist nichts Besseres eingefallen. Deswegen der Untertitel Nicht fragen. Ja, und ich denke, das beschreibt den ganzen Film relativ gut. Ja. Nicht fragen. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen, fasst sehr gut zusammen. Richtig, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich denke, das ist abschließend ganz gut. Ja. So. War aber super witzig, das mit euch zu besprechen, so in Dreierkonstellation. Ich hoffe, wir haben hier nicht gelabert. Das ist natürlich ohne Scheiß. Ich bin wirklich froh, erstens, dass ich euch gefragt habe, zweitens, dass es so eine coole Runde war. Und ich, ganz ehrlich, ich würde den zwar nie wieder gucken, aber es gibt ja eine Fortsetzung, Kartoffelsalat 3, das Musical. Und wenn ich den mir, warum auch immer, aus irgendeinem Hirnfurz herausgeben würde, ich glaube, ihr beiden wäre die erste Wahl, die einzige Wahl. Ich glaube, das ist die einzige ertragbare Weise, wie man diesen Film rezipieren kann mit coolen Leuten, die dabei noch Trinkspiele sind immer eine Hilfe bei so Sachen. Perfekt. Also wenn es mal dazu kommt, es ist ungewöhnlich für uns, dass wir den ersten Teil zuerst geguckt haben, für If und mich. Das ist irgendwie nicht unser Stil. Aus Versehen zumindest immer. Aber ja, wenn es dazu nochmal kommt, sehr, sehr gerne. Es war sehr schön bei dir. Dankeschön für die Einladung. Jederzeit wieder. Ja, bitte. Genau. Ich bedanke mich auch. Wir haben jetzt gute 2 Stunden auf die Uhr gekriegt. Ich glaube, die Leute da draußen hatten auch eine gute Zeit. Wir sind schön hin und her geschweift, haben über alles geredet, außer über diesen Film. Ich glaube, das war auch genau richtig, genau die richtige Unterhaltung. Und an den Typen da draußen, der sich das letzte Mal beschwert hat, dass ich hier zu viel über irgendwelche steinigen Strände oder was berichte, fick dich. So. Er hat heute immerhin was über den Kübelmeister gelernt. So. Bildungsauftrag. Jetzt hat er 3 neue Karriereziele in seinem Leben. Richtig. So. Wunderbar. Ich bedanke mich auch und dann würde ich sagen, bei euch. Ich meine, wir sind jetzt ja Ende April. Offiziell schon. Mhm. Wir nehmen das natürlich schon eine ganze Weile vorher auf, weil Zeitkalender sind natürlich immer eng getaktet. Was erwartet denn die Leute so aktuell bei euch beim Grillfest? Was können sie Köstliches erwarten? Ich würde sagen, das ist ein relativ wilder Mix immer, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Also, weil jetzt müsste ich unseren Release-Kalender haben. was ich nicht habe. Vorbereitung, das erwartet euch bei Griffiths. Außerdem abschweifen der Podcast. Nee, also wir sind eigentlich immer relativ wild in den Filmen, die wir gucken, denn es gibt tatsächlich oft keine feste Vorauswahl, bevor wir ein Grillfest machen. Es passiert oft einfach, dass wir auf Amazon Prime meistens irgendeinen Film sehen, der gerade unter dem ist, den wir gerade gesehen haben und dann ja, let's go. Das heißt, es ist einfach wild und nicht wirklich planbar. Also wir haben es jetzt nicht, wie du es jetzt teilweise machst, dass wir irgendwie ein bestimmtes Thema in einem Monat behandeln, sondern bei uns gibt's alles von alten Trash-Filmen bis ganz neue Trash-Filme, Deutsch, Englisch, alles. Also von überall her gefühlt auch. Ja, also wenn ihr dann Bock auf einen wilden Mix an Trashfilmen habt, könnt natürlich auch immer gucken auf unserer Instagram-Seite, welche wir schon so hochgeladen haben. Ja, und in dem Dreh, ne, handelt es sich dann immer so ein bisschen. Oft kann es sein, dass nochmal der erste Teil von was kommt, weil wir, wie gesagt, sehr gut darin sind, aus Versehen 2. oder 3. Teile zuerst zu gucken und uns dann komplett wundern, warum wir nichts verstehen. Das ist ganz normal. Genau, Iffi, willst du noch was dazu sagen? Ja, ich glaube, ich habe, also wenn ich es jetzt zeitlich richtig einordne, dann müsste jetzt die Zahnfee wird dich holen gerade die aktuelle Folge sein. Große Kunst, Film, ja. Kann ich schon was sagen. Wenn ihr Zucker mögt, guckt euch die Zahnfee wird dich holen an. So, nicht der mit The Rock, oder? Das ist Zahnfee auf Bewährung. Nee, genau, das ist nicht der mit The Rock. Ach nee, dann ist das dieser größere Horrorfilm, glaube ich. Ist, ja, nee. Mhm. Ja, guckt euch das an. Also das kommt dann ungefähr zeitlich bald raus bei uns. Also hört euch das an. Ihr könnt es auch euch angucken. Wir haben auch einen YouTuber-Account, aber da ist halt auch einfach nur die Folge, die auf Spotify und auf allen möglichen
Screen könnt ihr euch eine Stunde lang das Bild von unserem Logo angucken. Mhm, ist auch schön. Sehr schön ist. Genau. Also wilder Mix bei uns von allem, was irgendwie mit Trash-Film zu tun hat. Es kann auch mal passieren, dass wir einen Film gucken, der eigentlich gar nicht in die Kategorie fällt. Aber wenn wir ihn geguckt haben zum Grillfest, wird er trotzdem besprochen. Finde ich eine gute Herangehensweise, weil bei mir landet ja auch nicht nur Trash. Da gibt es immer so die Beschwerden, das ist aber kein Trash. Warum schimpfst du über den Maniac Cop? Oder so denke ich, dude, es gibt viele Spektren von vermeintlich Schlechtem, was man aber, ich meine, ihr feiert ja auch einige Filme, wo man sagt, es geht ja nicht nur ums Verreißen, es geht einfach darum, die Perlen, die Perlen zu picken. Die Perle. Die Perle zu finden. Nee. Genau. Genau. Ja, da Söldner Kommando. Söldner Kommando. Gönnt euch Söldner Kommando. So als kleiner Tipp. Ja, genau. Sehr, sehr guter Film. Ihr findet natürlich alle Links vom Grillfest unten unter der Folge. Da könnt ihr euch einmal wild durchhören. Und wenn ihr irgendwo mal, wie gesagt, wie ich mit der Bahn irgendwo stecken bleibt oder was, ihr werdet eine fantastische Zeit haben. Aber auch wenn ihr einfach nur so zu Hause seid, auf der Arbeit seid oder so, hört beim Grillfest rein, lasst liebe Grüße da und habt einfach eine schöne Zeit. Beim Logo fällt mir gerade ein, wer hat es eigentlich von euch gemalt? Das war der Effi. Ich habe das gemacht. Klasse, oder? Standesgemäß im Paint. Richtig. So muss das. Richtig gut. Okay, dann verabschieden wir uns an der Stelle von euch da draußen aus dem April. Im nächsten Monat wird es hier bei mir traumatastisch, denn ich rufe den Tromai aus mit ganz vielen Troma-Perlen, vielleicht auch manchen, die ihr nicht kennt. Den Auftakt werde ich mit einer, wer hätte es gedacht, Komödie machen, nämlich Poultrygeist. Vielleicht freut sich da der eine oder andere schon drauf. Und es wird im Mai einen Gast auch wieder geben und ein sehr bekannter Gast ist es, glaube ich, nicht, aber ihr könntet ihn kennen, weil er hat einen Troma-Film gemacht. Wer das war, verrate ich noch nicht. Also deswegen auf jeden Fall im Mai wieder reinhören, ihr Lieben da draußen. Ansonsten habt eine wunderbare Zeit. Feiert schön. Ihr habt jetzt demnächst ist ja bald 1. Mai. Könnt ihr vielleicht mal ausschlafen, könnt ihr ganz viele Podcasts nachhören, die ihr noch nicht kennt und auf der Liste habt, wie das Grillfest zum Beispiel. Ich bin raus. Adiositas von meiner Seite und das letzte Wort haben wie immer meine Gäste. Ja, wie wir unseren Podcast immer beenden, mit einem soliden und tschüss. Also tschüss. Also tschüss. In meinem Kopf geht direkt Orgelmusik los. Ja, in meinem auch.